Dann Hallihallo, herzlich willkommen zu Nummer 4. Nummer 4 dieser Quidditch-Quatschrunde. Toni muss auch schon nachdenken, ob es wirklich die 4 ist. Aber es ist die 4. Wir sind zurück und diesmal haben wir einen ganz besonderen Gast an unserer Seite, Monique Renk. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns dabei bist und heute mit uns ein bisschen quasseln möchtest. Ja, hi, Ach ja. freue mich auf jeden Fall. Wunderbar. Aber Toni, du siehst heute so adrett und schmuck aus wie eh und je. Wie geht es dir, mein Bester? Ah, tatsächlich geht es mir eigentlich gerade ganz gut. Also, ich habe jetzt angefangen zu arbeiten und das ist erstmal eine große Last. Aber ich bin jetzt in der zweiten Woche und es wurde irgendwie vieles besser, was in der ersten Woche nicht ganz so geil war. Haben Sie Geld überwiesen? Nee, noch nicht. Aber so schon alleine von dem, was ich arbeite und so Kontakt mit Kollegen, mein Arbeitsplatz ist immer noch ein bisschen scheiße. Aber das geht schon eigentlich ganz gut. Und ich habe bisher keine einzige Überstunde gemacht und darauf bin ich stolz. In der ersten Dass ich mich da. Woche. Ja, ey, ja, besonders weil ich habe noch nicht mal genug zu tun, ne? Also Überstunden wären gerade sinnlos. Das kommt erst mit der Zeit. Aber manche Kollegen, keine Ahnung, die kommen halt um 6 und gehen um 16:30. Das ist halt also jeden Tag. Brauche ich jetzt nicht. Sehe ich mich jetzt auch gerade ein Sehe ich bisschen. jetzt irgendwie nicht so den Sinn dabei, keine Ahnung. Aber jeden das seine. Nee, und Leipzig, super geile Stadt und ein super cooles Quidditch-Team. Und ich habe es vorher als Voraussetzung für mich gemacht, dass wo ich hinziehe, da muss schon existierendes Quidditch-Team sein. Und jetzt ernte ich sozusagen die Früchte davon, weil es halt super geil ist, dass man halt direkt praktisch voll drin ist. Freitag ist jetzt Einweihungsparty und wir waren im Theater hier und da ist Training und da ist dann irgendwie chillig was und pff, mega. Du warst im Theater? Tatsächlich, ja. Weißt du noch, wie es hieß? Das war hier von, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, David Bowie, bis in sein Leben und sowas. Und da war ich mit Jan Kola, mit Jojo, Rex und Ida. Und ich habe vorher mit Ida noch darüber gesprochen, dass wir beide nicht so Fan davon sind, wenn Theaterstücke irgendwie keinen roten Faden haben, wenn es nur um die Kunst an sich geht. Und genau das war's. Wir haben nichts verstanden von der Story. War so, was passiert hier eigentlich? Ey, ohne Scheiß. Ich fand's kacke. Aber Ich naja. fand's kacke. Jojo Ich studiert. fand's kacke. Jojo studiert Theaterwissenschaft. Nicht Theaterwissenschaften, sondern Theaterwissenschaft. Ja, das ist wichtig. Und sie meinte, ja, war voll gut und hier und da und sowas. Und ja, ich guck so wieder an und denk so, nee, aber jeder darf seine Meinung haben, natürlich. Und Toni so, ich mag Züge. Alla Trains. Ja, nee, und ich habe jetzt letztes Wochenende mein erstes Ligaspiel oder mein erstes offizielles Spiel seit einem Dreivierteljahr wieder bestritten. War 3 Minuten auf dem Feld. Ist krass, wie wenig Agilität man hat, wie keine Ahnung man hat, was auf dem Feld abgeht und aber ja, es war schön. Sonst ist eigentlich alles easy bei mir. Und was geht bei dir so, Phil? Ja, ich bin einer von den Luppis, der tatsächlich jetzt 12 Stunden auf der Arbeit ist. Ich bin um 8 heute ins Büro, da bin ich jetzt auch noch. Es ist 8 Uhr, wenn wir aufnehmen. Deswegen bin ich nicht in der illustren, schönen Atmosphäre meines Heims, sondern auf Arbeit, weil Mit einem Bier. ich habe auch kein Bier. Du sagtest die, ich bin ja nicht dumm. Also ich bin nicht clever, ich bin auch nicht dumm. Ich bin gerade zur Masterarbeit schreiben und es ist alles ein bisschen viel gerade und ich merke, ich komme ein bisschen hinten nicht ganz hinterher. Also habe ich meinen Laptop von daheim, wo die ganzen Spiele drauf sind, habe ich zu meiner Mutter geschickt, dass die den hat und ich nicht den habe. Das heißt, ich kann null zocken. Ich lese jetzt Bücher mal wieder. Ja, habe jetzt noch diesen Laptop hier auf der Arbeit stehen, den darf ich nicht bewegen, denn sobald ich den bewege, geht das Internet aus und für eine ziemlich lange Zeit nicht mehr an. Also falls ich hier Da nachher bin ich einfach raus sauer. sollte, ja, ich gebe mir Mühe, aber was soll man machen? Und deswegen bin ich jetzt an der schönen Universität Speyer in irgendeinem hinteren Kabuff, wo sie einen Hiwi reinsetzen können und wo keiner sich kümmert und deswegen. Ja. Was mir gerade noch einfällt, ist, wir haben ein Projekt in Speyer, ein Grundwassermonitoring. Da habe ich sofort an dich gedacht. Grundwasser. Da bin ich so, Alter. Grundwassermonitoring sind instant. Ich bin ja. Oh Gott, jetzt bin ich bin nirgendwo sicher vor Toni Zimpels Spinnennetz. Fühlen. Nee, deswegen hier ist arschheiß. Ich weiß nicht, wo euch ist. Ich habe ungefähr 50.000 Grad drin. Wir sind schön auf der Sonnenseite, deswegen schön verschwitzt. Aber das sollte uns nicht daran hindern, einen Vielleicht wunderschönen muss ich mal Podcast den zu haben. oberen Knopf hier aufmachen, oder? Oh, Toni fängt an, sich auszuziehen. Jetzt schon. Wir sehen hier Okay. nachher so ein YouTube-Bonus, so Warning, unangemessenes YouTube-Shirt. Ja, aber wenn wir gerade bei wunderschönem Podcast sind, Moni, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Ziemlich gut. Es ist 100 Grad in meinem Zimmer, eigentlich in der ganzen Wohnung. Dachgeschosswohnung, yay. Nice. Aber in Stuttgart ist es ja immerhin nicht ganz so heiß wie zum Beispiel Echt? im Ruhrgebiet. Also ich glaube, wir haben hier noch ein bisschen, noch so 2, 3 Grad weniger. Also ich glaube nur so 34 statt Ist ja gar 38 Grad. nichts. Anfänger. Ja, aber dementsprechend gut geht's mir. Was Ja, machst denn du dein restliches Leben? na, Prüfungsphase ist gerade. Morgen eine Klausur. Yay. Echt jetzt? Ja. Haben wir das gefragt, als wir den Termin hier klar gemacht Ja. Nee, aber ist ja auch egal. Also am Abend vorher finde ich, ist Lernen sowieso nicht mehr unbedingt so das Beste. Das kannst du aber nur sagen, wenn du auch vorher gelernt hast. Ja, eben, genau. Oder wenn man vorher schon gar nicht gelernt hat. Und es sich Ja. jetzt auch nicht mehr lohnt. Ey, das habe ich das. Aber, die Aussage habe ich ungefähr 40 Mal beim Studium. Ah, jetzt ist ja auch egal. Jetzt wollte ich auch nicht mehr lernen. Schrecklich. Es ist digitaler Produktentwurf und ich glaube, dass das eigentlich schon laufen sollte, einigermaßen. Was studierst du denn eigentlich genau? Das weiß ich gar nicht. Du bist ja aus Bochum nach Stuttgart gekommen und ich weiß gar nicht warum und weshalb, wieso. Genau, also ich habe eigentlich hier mit meinem Master angefangen. Generell, meine Studienlaufbahn ist ja ein bisschen kompliziert. Ich habe ja erst Bio studiert und da meinen Bachelor gemacht in der Neurobiologie. Und Die ist Bochum. Schlau. habe dann mit Maschinenbau angefangen, weil ich leider während meiner Bachelorarbeit zu viele Menschen kennengelernt habe, die leider mit ihrem Bio-Doktor arbeitslos waren. Klassisches Oder ihren Bio-Syndrom. Doktor so weit hinausgezögert haben, wie sie konnten, um nicht arbeitslos zu sein. Also dachte ich, okay, dann folge ich halt den Spuren meines Papas und mache ein bisschen Maschinenbau. habe dann das Grundstudium gemacht und mich dann mit der Kombi aus beiden in Stuttgart für Medizintechnik beworben. Und das funktioniert auch ganz gut soweit. Und dann bist du reich und berühmt und super toll. Wie viel Stück, Naja, ey? ich träume ja von einer 30-Stunden-Woche, deswegen wird das wahrscheinlich Molto mit bene. reich und nicht so klappen. Einfach Das zieht sich keiner irgendwie bei uns in der durch. Gemeinschaft irgendwie Bock hat, wirklich zu arbeiten. Besonders auch bei dem Podcast, das war bisher, das haben alle gesagt. Ja, Jan, der macht hier halbtags und Max, ja, hier, ne, und. genau Das ist echt Nee, konventionell. ich hab super Bock zu arbeiten Viel. und ein bisschen Geld zu haben. Weil im Moment geht all mein Geld eigentlich für Quidditch raus und es wäre schön, wenn man irgendwie nochmal so einen Hunderter am Ende des Monats hätte, der vielleicht mal für irgendwas anderes rausgehen könnte, wie Urlaub. Aber Urlaub. Was ist denn das ja. nochmal? Das ist das, was andere Leute Kannte ich machen, mal. wenn sie nicht auf Plätzen rumgeistern. Genau. Die Wie sehen sollte auch man mal das da was von der machen? Stadt. Ja, eben Aha. nicht nur, nicht nur so ein Sport von Bolzplatz. Das habe ich vor 2, 3 Jahren mal gemacht, glaube ich. Ja. War ganz Komisches Erlebnis, glaube ich, wahrscheinlich, ne? ja. Niemand Ja. drückt einem irgendwie einen Ball aus nächster Nähe in die Fresse. Es ist verstörend, verstörend. Naja, nicht so mein Ding. Urlaub. Naja. Genau, wir würden jetzt eine Sache voranbringen, die wir immer wieder machen würden mit unseren Gästen, nämlich das Who is Who des deutschen Quidditch. Und da müssten wir natürlich ganz oben anfangen. Bei der stellvertretenden DQB-Vorsitzenden Moni Krenk, die sich uns eben netterweise hier zugesellt hat. Moni, könntest du vielleicht kurz den Leuten erklären, was deine Position als stellvertretende DQB-Vorsitzende ist, wie du dazu gekommen bist und was du da so machst, einfach so in ganz groben Zügen? Und vielleicht, was du auch so allgemein gerne im Quidditch machst. Das Oder? natürlich auch, ja. Na, schön. Okay, im Grunde ist das Ganze ein bisschen witzig, weil ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt mitbekommen, dass wir ja wegen dem Ligafinale ein paar Probleme hatten, TD zu finden. Und im Grunde ist das genau Dezent. die Art, wie ich zu meinem Posten gekommen bin, indem es nämlich keine Bewerbung für den Vizepräsidentenposten gab. Und ich dann kurz vor Deadline einen Anruf von Niklas bekam. Und er mich überredet hat, doch eine Bewerbung abzugeben. Und ich so, oh nee, DQB, ich weiß darüber gar nichts. Ich weiß nicht mal, wer im Moment Präsident ist. Ich kenne mich null aus. Ich wollte eigentlich schön chillig was im Phoenix-Vorstand machen. Stimmt, ja, genau. Ich wollte eigentlich mich für den PR-Posten bewerben. Und ja, Niklas hatte dann aber ein sehr überzeugendes Argument, nämlich, dass der DQB wichtiger ist als der Phoenix.
Und Was ja. auch, also ich, ihr hört es nicht gerne, aber ihr wisst schon, dass das so ist, ne? Also. Halt dein Maul, Sorry. Junge. Ja, und dann habe ich halt nachts noch eine Bewerbung geschrieben und abgeschickt. Und ich Der glaube, sie hat kam echt. auch noch knapp kurz vor der Deadline an. Er hat dann wirklich noch bestanden, dass du so eine richtige Bewerbung dann schreibst. Die hat gesagt so, ja, dann nimm halt den Posten oder so. Naja, ich muss ja schon auch noch gewählt werden. Und ich glaube, in Deutschland kannte mich wahrscheinlich niemand außer die Phoenix-Leute und die Düsseldorfer. Und vielleicht noch so ein paar NRW-Menschen, aber ich glaube, sonst kannte mich vermutlich niemand. Also war die Bewerbung schon irgendwie ganz gut, wo ich zumindest mal reinschreiben konnte, dass ich Quidditch spiele. Zumindest schon so seit einem Dreivierteljahr oder so. Und dass ich bei Rufenix TV ein paar Sachen gemacht habe. Und ja, dann kannten mich Genau, vielleicht kannten ein wir paar uns mehr bestimmt. Leute. Genau. Also du hast ja erst nach einem, du hast ein Dreivierteljahr Quidditch gespielt und bist dann direkt stellvertretende DQB-Vorsitzende geworden. Ey, dann möchte ich. Das ist eine krasse Karriere, ne? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist 2 Jahre, aber das ist schon, Nee, das hätten nee. wir direkt mal unter dieses Facebook-Ding, weil das habe ich nämlich genauso gesehen, dass du da geschrieben hast, ey Leute, ich war auch eine von denen, die nicht so viele Leute kannten und dennoch habe ich das gemacht. Und da auch mal Chapeau davor, werte Dame. Chapeau. Das Ja, stimmt, ja. deswegen hätte ich mich halt eigentlich niemals beworben, wenn Niklas nicht gewesen wäre. Ich selber hätte es mir auch wahrscheinlich nicht zugetraut. Und ja, jetzt mache ich es super gerne und hoffe, dass die Leute mich jetzt auch wählen als Präsidentin bei der nächsten MV. Das Nice. wäre nice. Ja. Wie war das denn damals für dich, als du da so frisch rangekommen bist? Warst du erst ein bisschen aufgeregt oder war das, also hattest du Angst, da irgendwie was zu verkacken oder war das, jetzt mache ich einfach mal und dann wird das schon? Nee, ich hatte super Angst, was zu verkacken. Deswegen habe ich erstmal die ganzen Sitzungsprotokolle gelesen, die ich gefunden habe. Ja. Und die Satzung und die Ist es angenehm, das zu Spielerordnung. lesen? Und nein, nicht wirklich. Und naja, auf jeden Fall die ganzen Satzungen und Ordnungen. Und dann war das erste Meeting und ich habe, glaube ich, nur die Hälfte verstanden. Und dachte so, oh Das fuck, ist was halt tue ich manchmal, ne? hier? Und ja, es wird ja für alles irgendwie eine Abkürzung verwendet. Ja. Und ich so, okay, what the hell am I doing here? Keine Ahnung. Und ja, aber man wächst ja an seinen Aufgaben. Ich habe mich dann ein bisschen reingekniet und versucht, die Sachen aufzuarbeiten, die ich nicht wusste. Aber die Einarbeitung hat schon ein bisschen länger gedauert als vielleicht bei jemandem, der schon länger dabei war, aber im Endeffekt hat es ja auch so funktioniert. Ja, aber Ja. eigentlich das ist voll die Dream Story, wenn ich bedenke, wie lange ich erstmal rumgepimmelt habe. Und Bis heute, Toni, bis heute. bis Also. 4 Jahre lang. Bald sind es 4 Jahre, ja. Jawohl, ne, ist noch nicht ganz so. Also ein Ja bisschen gut, das gerestet immerhin jetzt, das aber. und trainiert hast du auch. Also ich habe seit Ja, meines aber Lebens erstmal. noch nichts hier Ja, in stimmt, Quidditch du bist eigentlich gemacht. das beste Beispiel dafür. Ist Du so. hast nichts gemacht. Ich werde auch niemals irgendwas tun, ich bin nicht bescheuert. Aber trotzdem bist du wahrscheinlich unter den Top 5 bekannten Spielern in der Quidditch-Welt. Aber bekannt sein heißt ja nicht unbedingt, dass man auch einen Genau, Mehrwert für die genau. Community bietet. Berüchtigt ist vielleicht besser oder so, keine Ahnung. Ah ja, Philipp, ne? Das ist dieser Obdachlose, der ganz in meinem Quidditch-Pitch Wer ist der eigentlich? rumhängt. Der will mal Geld von mir. Ja, aber Moni, zurück zu dir, weil das ist ja viel wichtiger als ich. Wie war das denn an wie ist man das, wenn man beim DQB im Vorstand ist? Sucht man sich seine Aufgaben da selbst? Oder ist es so, dass man im Prinzip immer so ist, dass man muss reagieren, weil permanent kommt irgendwas, hier kommt eine Katastrophe, da ist eine Diskussion und eigentlich kann man nur passiv aktiv werden und eben nicht aktiv. Als Präsident oder Vizepräsidentin haben wir natürlich nicht wirklich so die festen Aufgaben. Im Grunde ist die Hauptaufgabe, alles zusammenzuhalten, ein bisschen Überblick zu haben und Leuten in den Arsch zu treten. Und die ganze Kommunikation mit den internationalen Verbänden, also mit Quidditch Europe und mit der IQA. Da sind in regelmäßigen Abständen auch Meetings, zu denen man halt mal gehen sollte. Und das sind im Grunde unsere Aufgaben und den Rest suchen wir uns mehr oder weniger selber oder reagieren halt auf Sachen, die passieren. Das klingt erstmal relativ wenig, aber im Endeffekt gibt es dann doch relativ viel, das getan werden muss und das sonst niemand tut, also macht man es dann selber und dann kommt man schon auf einen guten Stundensatz pro Woche. Was würdest du denn tippen? Also in ruhigen Wochen
Vielleicht so 5 Stunden, aber in Wochen, wo wirklich was ist, kann es auch gut über 20 Stunden gehen. Ja, klar. Also eben, mich hätte das jetzt auch überhaupt nicht überrascht, muss ich sagen, wenn du gesagt hast, das klingt nicht nach 4 Aufgaben. Ich glaube, das ist halt eben so Perma-Shit, nenne ich das. So Sachen, die immer vorhanden sind und irgendwann keucht halt mal was aus der Decke vor, irgendwie. Da kommt eine Ja. Regeländerung, die keinen Bock hat, da muss ein neuer Tournament Director gefunden werden und keiner hat Bock, es zu machen und so Aber weiter. das sind halt auch alles so Sachen, oder was du jetzt vielleicht auch nicht erzählst, Sachen, die man, wie, wovon man gar keine Ahnung hat, dass sie überhaupt existieren oder dass die dauernd bearbeitet werden müssen, ne? Was dann halt auch Arbeit bedeutet. Wo dann zum Beispiel dann so Personen sagen, wie, was, das macht ihr? Echt? Keine Ahnung, wusste ich Das gar glaube ich nicht. aber Also. auch. Das glaube ich aber auch. Also, ich weiß ja selbst nicht, was der DQB alles macht. Also. Kenn's auch immer nur von Moni eigentlich. Also, Das ist ich glaube, dein Job. ja, im Grunde geht es halt darum, dass wir das Ganze hier am Laufen halten, dass wir ein bisschen schauen, wie es den Teams geht und auch ein bisschen auf die Teambedürfnisse achten, dass wir die Regeln umsetzen, dass wir Turniere organisieren, dass wir schauen, dass es den neuen Teams gut geht, dass die möglicherweise Equipment bekommen, dass die sonstige Hilfe bekommen, wenn sie irgendwie ihre Satzung schreiben müssen oder wenn sie überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen, weil wir brauchen ja einen Gemeinnützigkeitsnachweis und also um DQB-Mitglied zu werden. Und ja, da wird halt viel unterstützt und viel gemacht. Jetzt in dieser Saison kam natürlich das neue Rulebook, also hatten wir relativ viel damit zu tun, dass wir die ganzen, dass wir es ein bisschen attraktiver gestalten, dass die Leute beim Ligafinale auch alle schon zertifiziert sind. Ach, das war das ja, genau. Da ging es ja dann darum, dass Und es kurz danach erst war. genau, also da war ja nicht viel Also, Zeit was war da los? Ich zwischen. hab's dann verpasst, also sorry. Ähm, Das also Rulebook das, kam kurz vorm das, Ligafinale. genau, also vor allem die Tests. Die Tests kamen kurz vor dem Ja. Ligafinale und da Aber waren, das glaube ich, heißt. nur 1,5 Wochen oder sowas dazwischen. Keine Sorge, Philipp, damit haben wir nichts zu tun mit Ref sein und sowas. Ja, aber das war dann Karlsruhe, ne? Genau, in Karlsruhe Ja. war das, ja. Genau, okay, sorry, das ist uns. Und dann halt, ja, gerade die Diskussion mit Defensive Charging und erlauben wir es nicht. Ach, das war das, ja, genau. Wie sieht es mit den Trikotnummern aus? Weil viele Teams war es halt einfach auch zu knapp, um sich neue Trikots zu bestellen. Also gab es ein paar Ausnahmen. Also man konnte einen Ausnahmeantrag stellen bei uns. So Sachen kommen dann halt immer noch dazu. Ist aber eben auch nochmal so die Sache. Also eigentlich ist der DQB, das sind ja eben nicht solche Bürokraten, sag ich mal, wie man es von anderen Verbänden und so weiter kennt. Wir kennen uns ja alle, da kannst du eigentlich immer miteinander reden. Deswegen, ich bin ja absolut für die zweistellige Rückennummer, aber da waren auch genug noch Leute mit einer dreistelligen dabei und die haben auch immer noch ihre Jerseys, die sie ab und zu anhalten und dann tapen sie halt die Eins weg oder sowas, keine Ahnung. Ja, also Ich bin auch für zweistellige Rücknummern. Assistant Ref finde ich natürlich super, dass ich nur noch zweistellige Nummern über den Platz schreien muss. Da sind dreistellige so nervig, ne? Das Ja, geht gar das ist nicht. super Furchtbar, nervig. Mann. 222, 22 und 2 Besonders und dann im 202. Englischen, wo es dann nicht direkt vielleicht super schnell rausgeflutscht kommt. 731, ach so, du bist schon seit 3 Sekunden auf dem Rückweg. Ja, gut, okay, dann laufen wir weiter. Summenzeichen. Ja. Wirklich fuck yourself. Wie ist Aber das ne. auf Englisch? Großes E. Keine Ahnung. Und konntest du Sag auch mal, was wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Oder über wo? dich, mein Bester? Ja. Das war, glaube ich, wirklich auch in Karlsruhe dann. Echt? Nee, das Nee, war ich schon glaube davor. nicht. Du warst schon gewählt, du Ich warst schon gewählt. Ich kannte dich glaube, vor deiner EQC. Wahl. Ich glaube beim World Cup oder so. Nee, beim World Cup war Philipp nicht. Das muss beim EQC EQC? dann gewesen sein. EQC, ja, dann war es EQC. Im Ah. wunderschönen Pfaffenhofen dann. Ja. Stimmt. Haha. Und eben, dann konnte ich sagen, ja, ich weiß, wer Moni ist. Ja, ich soll die wählen. So. Heidelberg hatte deinen Rücken, Alter. Ja, Hier. Ja, aber konntest du auch was, sag ich mal, für deine Nicht-Quidditch-Hobbys, sag ich mal, aus deiner Vorstandsposten, konntest du was mitnehmen? Also konntest du so ein bisschen dran wachsen an deiner Aufgabe? Moment, also konnte ich was mitnehmen aus meiner Also aus dem DQB-Aufgabe in mein Alltag. normales Leben Genau. oder andersrum? Genau, so rum. Okay, so rum. Hat dir Quidditch geholfen für den Alltag, so. Ja, auf jeden Fall. Also man muss einfach ein bisschen organisierter werden. Man muss sich an seine To-Do-Listen halten, wo drin ich jetzt nicht unbedingt so die Expertin war vorher, aber Struktur bringt einen dann doch ein bisschen weiter, auch im normalen Leben. Wie meine Mutter, ey. Dann glaube ich, ich bin ein bisschen durchsetzungsfähiger geworden.
Das ist mir vorher echt schwer gefallen, aber wie gesagt, wenn man halt häufiger mal Leuten in den Arsch treten muss, dann klappt das auch im Privatleben ein bisschen besser. Und ich denke, ich bin selbstbewusster geworden dadurch. Ja. Wie quer dich nicht von allen das Leben verändert, ne? Das ist echt schon. Ist echt so. Das ist echt schon der Ja. Wahnsinn, ey. Ich Und im find's total Positiven, geil. wir sollten sagen, im Positiven. Wir sind nicht irgendwie wie Crack oder sowas, die dich vernichten, sondern wir sind eine gute Droge. Ich habe erstmal auf Arbeit jetzt ein paar Kollegen Quidditch erklärt und so ein Video gezeigt. Und mein Geschäftsbereichleiter von ganz Deutschland, der fand es auch ganz toll, dass ich Quidditch spiele und sowas und hat sich erstmal dafür interessiert, wie das funktioniert. Da kommt man sich schon ein bisschen weird vor. Natürlich, ja, natürlich. Aber naja, witzig ist trotzdem. Genau. Aber darüber werden wir später noch reden, wenn ich mich nicht irre. Haben wir Nächste zumindest auch. Thema machen? Genau. Sollen wir eigentlich direkt dann dazu übergehen, wenn du das hier schon die Überleitung gemacht hast? Umgang mit Nicht-Quidditch-Leuten? Achso, oder sollen wir erstmal jetzt ganz kurz noch die Fantasy-Turniere machen? Oh ja, ganz wichtig, genau. Damit die Leute auch wissen, was es im Sommer noch alles zu tun gibt. Hat Genau. Toni sich ein bisschen schlau Hab gemacht? ich? Moni weiß Sollte. auch immer gut Und Bescheid. Moni haben sich klar gemacht, was Ja! es für Ja. Fantasy-Turniere gibt in der Nähe. Also horchet auf. Was ist denn das nächste? Ich glaube, Campfire oder Nee, das Beach Cup nächste das ist nächste. Hamburg. Ja, Beach Beach Cup, Club. ja. Also nein, eigentlich das Westdeutsche Nachwuchsturnier jetzt am Wochenende. Ah, ja, genau. Aber das ist ja nicht richtig Fantasy. Das ist ja schon vom Ja, aber da kann Prinzip man her. sich ja auch für ein gemischtes Team anmelden. Ah, Also, was okay. ist das genau? Westdeutsches Nachwuchsturnier. Genau. Da spielen Westdeutsche Nachwuchsteams. viele Teams. Ja, wie viele sind es? Vier? Acht? Vier, fünf. Sechs, Ja, sind okay. schon ein paar. Also Ja, alles klar. Jülich und Ja, etc. ich glaube sogar Kiel ist dabei. Krass. Ist Sehr Westdeutsch. westdeutsch. Naja, gut, ich meine, wenn man, ne, DDR, nicht DDR, ist es schon Ja, aber Westen. ich glaube nicht, dass Quidditch Deutschland diesen Termini noch Wie denkt. nicht? Ja, Toni wohnt jetzt im Osten, da Genau. ist das. Da muss ich ja immer diskriminiert fühlen darüber. Ey, ohne Scheiß auf Arbeit bei uns, das geht so ab. In der Mittagspause, das ist einfach mindestens einmal das Thema. Oh ja, und im Osten kriegen wir auch einfach weniger Geld und Gehalt und die Projekte sind einfach immer schlechter und 31% weniger Gehalt ist das hier. Konstant. Ja, Westdeutsche Nachwuchsturnier. In Düsseldorf. In Düsseldorf ist das. Da ist sie Wenn wir jetzt stolz mal drauf. wissen, wer dabei ist, ne? Das kann man bestimmt mal eben nachgucken. Warte mal, Westdeutsches. Das Ich ist da bin garantiert. dabei. Du In spielst dann für Düsseldorf. Düsseldorf oder Genau. anders? Moni spielt im Team Moni. Allein gegen alle. Natürlich bin ich Weichet, wirklich. ihr Peasants. So, da sind Düsseldorf Dementors, Cologne Cannons, Thunderbirds Trier, Binger Beast, Kiel Kelpies, Comets Conferentes und Flying Raccoon Kassel, Darmstadt Betenas und ein Merc-Team. Alter Lachs, 1, 2, 3, 4, Hey, das 5, geht aber ganz 6, schön ab. Das wird auf 7, jeden Fall 8 richtig Teams. geil. Ja. Hey, das Das geht ja schon. ganz schön ab. Ich habe von dem Ding noch gar nichts gehört eben. Also ich weiß wahrscheinlich, welchen ein bisschen raus muss Und jetzt ich ist. bin gerade in Diskussion gegangen und der oberste Beitrag ist erstmal Bierpong-Turnier, Doppelpunkt. Nicht Fragezeichen, sondern Genau. aber dafür ist Ja, der das ist Nachwuchs auch dann für da. abends geplant. Also, Nicht schlecht. also ist auch eine gute Tradition im deutschen Quidditch, dass ein Bierpong-Turnier stattfindet. Ja, eigentlich eher Flunkyball, ne? Ida hat Ja, sich beim stimmt. Flunkyball-Turnier beim Wildlings Cup einen schönen Zahn ausgeschlagen. Ah, Stimmt. nicht Zahn Was? ausgeschlagen, sondern so eine kleine Ecke hier abgeschlagen. Wie ist denn das passiert? Die Ja, hat jede wenn du Krankheit zu. und Verletzung gehabt aller Zeiten, ne? Wenn du halt trinken musst und du bist halt zu schnell dabei und dann Oh raffst du die Flasche ins Zahn. Das ist krass. aber Einsatz. Ja, Das das ist ist Einsatz. ein. Also da Also, kann man ja, klar, den ey. Kameraden nicht böse sein, eigentlich. Ja. Ja. Also das Team sollte schon allein deswegen gewonnen haben. Aha. Vermutlich, ja. Also da könnten, wenn ihr da einen kurzen Recap machen könnt, ihr wart ja, glaube ich, bei dem, also du auf jeden Fall, Toni Muni, warst du auch in Leipzig am Start Ja, bei eine Runde schwimmen Gefallen, als auf ich dem die Bilder Pitch. gesehen habe, unfassbar. Das war volles Erlebnis. Aber wo ich Ja. gerade hier, wo wir gerade schon bei jetzt bei Flunkyball waren, wir haben auch einen Flunkyball-Zock gemacht am Samstag und da war so ein Dude, ich weiß gar nicht von welchem Team der war, der hieß Kevin und der hat dann zwei Strafbiere kassiert, weil sein Bier umgefallen ist und der hat aber leider nicht ganz so häufig die Flasche dann getroffen. Und dann hat sich Alex Müller noch dazugestellt, obwohl er schon längst raus war und hat ein bisschen für ihn geworfen. Weil das war richtig traurig, wir waren alle fertig und er hat halt zwei Strafbiere. Er tat mir Ja, echt leid. aber die Leute kenne ich beim Flunkyball. Hast du mal eine schlechte Runde? Und Flunkyball ist Ja. auch Defense, das muss man lernen. Flunkyball ist auch Defense. Ja, also ein wahrer Arsch wirft beim Flunkyball nicht unbedingt nur auf die mittlere Flasche, sondern auch die von den Gegnern. Ach so, ja, da müssen wir Alex Müller fragen. Der wirft nämlich einfach mit 100 km/h. Ja, genau. Mittlere Flasche vielleicht treffen, aber Hauptsache irgendwie von da hinten. Genau.
Ja, Ein Strafbier ist nämlich besser als ein getroffener Shot, muss ich sagen. das ist traurig, aber wahr. Es ist halt, die Husos gewinnen immer. Das ist so. Ja. Apropos Husos gewinnen immer. Welche Turniere gibt es denn noch in den nächsten Wochen, auf die man sich begeben könnte? Campfire Cup. Nee, Beach Cup Erster wäre das Beach Cup, nächste, ja. ja. Entschuldigung, ja. Beach Ja, Cup am in Hamburg. 10. oder so, 10.8. 10.8., ja. Da war ich 2017. Das war ein bisschen weniger geil, weil da hat es übel geregnet und war auch relativ kalt und dann waren wir da also ein Tag war das Turnier. Und es hatte halt Potenzial, richtig geil zu sein. Ich glaube, auch 2018 war es richtig gut. Habe ich von ein paar Leuten gehört. Und es Also ist halt klar, also wenn du am Strand halt dann zockst und das ist halt. wenn ich jetzt mal rausgucke, dann weiß ich nicht, ob das jetzt da am 10. mega schütten wird. Ich glaube, das hatten wir jetzt mit Ach nee, da Reichswert. ist schon die Klimawärmung genug, ne? Ja. Da bleibt das schon. Ist dann am Strand Nee. zocken, ne? Ja, da bist du Ja. nicht, Moni, ne? Nee, ich bin da nicht. Ach, am Strand eine Runde gepflegt. Also das ist bestimmt sau anstrengend, glaube ich, wenn du so auf so heißen Sand den ganzen Tag dich abrackerst. Aber bestimmt schon ziemlich geil. Ist ultra anstrengend da zu spielen. Also, aber macht auch dann Bock irgendwie, ne? Ich meine, ich glaube, wir hätten die Spiele ein bisschen kürzer oder sowas, aber es war auf jeden Fall richtig geil. Das klingt auf jeden Kann Fall man richtig empfehlen. cool. Ich wäre auch echt gerne hingefahren, wenn ich nicht am Tag danach, also am 12. oder so, also an dem Montag, direkt eine Klausur schreiben würde. Das war Nicht da auch so voll Bock Common drauf Theme hier gehabt. bei dir. Coole Sachen machen oder danach eine Klausur schreiben. Und dann haben wir den Campfire Cup. Erzählen müssen was dazu, Moni. Also letztes Jahr war der richtig cool und ich freue mich auch schon auf dieses Jahr. Ich glaube, das wird auch wieder richtig gut. Letztes Jahr hatten wir nicht ganz so Glück mit dem Wetter. Also es war jetzt nicht Leipzig-Style, aber es hat schon auch immer mal wieder so ein bisschen genieselt. Und es war nachts einfach ultra kalt in meinem Zelt und ich habe ultra gefroren und habe die zweite Nacht irgendwie 5 Paar Socken angezogen oder so. Aber es war von der Atmosphäre einfach richtig gut. Also die Teams waren so gemischt von Leuten, die wirklich echt geil Quidditch spielen und Leuten, die, wenn ich jetzt gerade Nicht die so geil allerersten, Quidditch nein, spielen. nein, die einfach ultra neu sind. Also da war, Ja. also ich hatte 2 Leute in meinem Team, die haben vorher noch nie Quidditch gespielt und waren irgendwie einmal beim Training. Okay, damit habe ich es zum EQCQ nach Bremen geschafft. Stimmt. Ach, deswegen sind wir Letzter geworden. Stimmt. korrekt. Nee, aber das hatte irgendwie so eine besondere Atmosphäre und ich weiß nicht, ich habe gebietet und ich habe gesiegt und ich habe von beiden null Ahnung, aber es hat echt Bock gemacht. Und ja, am Abend halt am Lagerfeuer sitzen, Gitarre Lagerfeuer spielen, ist halt zusammen Beste, ey. singen, Genau. Stockbrot machen, das war ultra gut und es war halt alles an dem Platz. Gestern bei den Boombreakers, ne? Also Ja. Würzburg. Genau, da, das waren so eine der ersten Spiele, die ich in Deutschland gemacht habe, eben bei den Boombreakers, dass die gerade entstanden sind. Und da waren wir, glaube ich, auch auf dem Gelände, auf dem ihr wart. Echt? Ja, Witzig. und also es waren richtig gute Hosts. Wir haben damals in diesem Bauernhof übernachtet und da wacht man auf, kriegt so richtig schönes Bauernfrühstück, ein Hund kommt vorbei, den man streicheln kann und dann geht man raus aufs Feld, das fantastisch ist. Eben, ich glaube, das sind richtig gute Hosts und ich wäre eigentlich ziemlich gerne am Start gewesen. Mir wurde sogar bei der DM für sehr lange Zeit mein Jersey geklaut, damit ich mich noch bereit erkläre, beim Campfire Cup zu kommen. Zum Glück hatten die Menschen einen Anstand und mich dann angekleidet auch zurückgelassen beim der DM. Das freut mich sehr. Grüße gehen raus, Marina. Also. Aber guter Einsatz auf jeden Fall. Also, Ja, ich hätte dich auch gern da gesehen. du machst echt voll serious mit deiner Masterarbeit, ne? Das ist kein Witz mehr. Ja, ich würde sie halt gerne schaffen. Wäre schon cooler, ne? Ja, irgendwie, also ich habe langsam auch langsam Bock auf so einen Job und dafür muss man irgendwie, die Leute erwarten, dass man dafür auch irgendwas leistet. Bock auf Ist Job. genau. Sonst, ich könnte einen kleinen Spoiler für. Na, das lassen wir für was anderes. Das sind so mal die kommenden Fantasy-Turniere, die wir auf Der dem Zettel ODSC ist haben. noch da. Der ist am gleichen Ja. Wochenende wie Campfire. Wie heißt Und der wie und wo ist der? QPL Finals? Open Dutch Summer Cup. Ah, okay. In den Der ist, Niederlanden. wie der Name sagt, in Niederlanden. Der war ich auch immer ziemlich cool. Ja, der war letztes Jahr auch richtig gut. Ist halt eher Aber was war dieses Jahr vor muss ich mich vorletztes Jahr. entscheiden. Das ist halt eher für die Ruhrpott-Teams, ne? Also, sag mal, die Südteams, die gehen wahrscheinlich eher zu so einem Campfire-Ding. Ja, oder ziehe zu Bratislava oder sowas oder Danube Cup. Das teilt sich immer dann ein bisschen auf, ne? Genau. War der Daniel Cup schon? Bei dem habe ich mir damals Kreuzband gerissen. Echt, du hast mal das Kreuzband gerissen? Ja. Ah, das wusste ich gar nicht, du arme Sau. Ja, ist echt so. Und es ist jetzt voll verheilt, also. Ja, aber ich habe mega Schiss beim Tackeln, deswegen bin ich schlecht.
Aber beim Beaten ist nicht ganz so wichtig. Ja, es... Aber du bist ja eh inaktiv. ich bin eh schlecht, aber ist auch völlig egal, ob mit einem kaputt. Ich muss sagen, ich fand es halt irgendwie früher cool, von einem linken Knie und einem rechten Knie zu sprechen und nicht von einem guten Knie und einem schlechten Knie. Aber hey, so ist der Lauf der Dinge. So wird man alt. Genau. So wird man alt, ja. Das ist der Lass dir das Moment. nur an Das uns ist dann so alten ein Menschen Anzeichen. gesagt Bin sein. ich jünger als ihr zwei? Wie alt bist du denn? Stimmt. 26. Ja. Ja. Oh, Küken. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll, aber ha. wollte gerade noch was sagen. Da bin ich mir sicher. Machst du eigentlich noch Sport, Philipp? Jetzt während der Masterarbeit? Ne. Und hast du vor, wieder Sport zu machen? Nach der Masterarbeit? Ja. So schön pumpen oder was? Richtig schön Ja, Bizeps? also für die Gains und so weiter mache ich dann Massephase, dass ich auf meine 90 Kilogramm komme und dann werde ich bereit, wie ein Tor Den für Club zu gehen. genau, um in den Club zu gehen und danach könntest du Ja. mich. Wenn ich dann die Masterarbeit geschrieben habe, gehe ich noch ein halbes Jahr nach Estland und dann werde ich ja mir einen Job suchen und zu der Quidditch-Mannschaft in der Nähe gehen, die sich dann dort ansiedelt. Ich hoffe, das wird im süddeutschen Raum bleiben und dann gucken wir mal weiter. Ich habe gehört, Leipzig ist Also. cool. Im süddeutschen Raum ist Leipzig sehr cool, das stimmt. Ich hoffe, es gibt irgendwo am Bodensee so ein kleines Dörfchen namens Leipzig, das wäre sehr toll. Aber du Ja. willst wieder Quidditch spielen, Ja, aktiv? safe. Also aktiv, also nicht kompetitiv. Ich muss sagen, wenn ich dann so einen Max-Erik Schulze-Stein sehe, der mich umreißen könnte, oder einen Leon Bürgers, der mir einen Türken-Tackle versetzt, dann muss ich sagen, nee, dann pimmel ich lieber irgendwie auf non-kompetitivem Level rum. Das habe ich ja dieses Jahr auch gemacht in der Baden-Württemberg-Liga. Da ist man, sag ich mal, so noch so vertraut mir dann, dass man das abschätzen kann, aber DM und so weiter habe ich ja schon alles nicht mehr gespielt. Ist auch okay. Na, Kann ich ich erinnere mich verstehen. noch an das eine Spiel in der Bavü-Liga, wo du zu mir gesagt hast, warum mache ich das hier? Warum mache ich das noch? Und ich muss Warum? sagen, es ist ja nicht so, dass ich meinem Team schaden würde, wenn ich nicht spiele. Also die Lumpis werden ja auf einmal Dritter, sobald ich Ja, nicht mehr. Also stimmt. ich bin ja nicht doof. Ich weiß, Ey, dass da. ich Leistungssteigerung führe durch Abwesenheit. Das können wir alle drei bezeugen, dass die Teams, die wir verlassen haben, plötzlich einen deutlichen Leistungssprung nach oben gemacht haben. Nein, also ich war beim Ligafinale noch dabei, beim Phoenix. Ja, dann Stimmt, bist ja, du beim beim Ligafinale Phoenix. warst du Ich auch bin mit dabei. dem Phoenix noch Ja, Dritter stimmt. geworden. Du hast recht, du hast recht. Ja. Ja, stimmt. Wir sind der Anker und du bist so die Rettungsboje, ist okay. Ja, Mit noch ein mit bisschen, irgendwie, ich damit. weiß gar nicht, Genau. 5 Minuten Spielzeit oder sowas Hinten gegen auf den Freiburg. Wellen. Ja, aber besser, das als so ein Anker, der runterzieht. Also ich finde, das ist schon. Ja, das ist ein Unterschied, das stimmt, ja. Aber dann könnten wir eigentlich mal über dein neues Team reden, das du gerade. Ja, das du gerade aufbaust, ne, Moni? Ja, Deine in Stuttgart. Stuttgarter. Möchtest du ein bisschen mehr erzählen? Wie viel seid ihr ungefähr? Wo trainiert ihr und wie läuft das Ganze bisher? Es läuft ganz gut, glaube ich, also für das wir neu sind. Ich habe jetzt nicht so die Anhaltspunkte, weil ich war bis jetzt immer nur in Vereinen, die es schon länger gab. Und ich denke aber, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir sind aktuell ungefähr 12 Spieler, wenn alle kommen würden. Also beim Training sind wir meistens so 7, 8, 9, sowas in den Dreh. Wir trainieren jetzt seit 3 Wochen zweimal die Woche. Vorher haben wir immer freitags trainiert und jetzt haben wir den Mittwoch noch dazu genommen. Und ja, freitags läuft über den Hochschulsport. Wir haben eine relativ blöde Zeit, irgendwie um 17 Uhr bis 18:30 Uhr oder sowas. Und der Hochschulsport ist auch ein bisschen seltsam und sperrt einfach immer die Plätze. Also es regnet so ein bisschen und dann direkt Platz gesperrt. Oder die Sonne scheint zu viel. Oh, der Platz muss leider gesperrt werden. Wir müssen ihn nämlich bessern. Was? Da habe ich Ja, schon also mit dem eigentlich. Platzwart da gesprochen. Der hat mir versucht zu erklären, warum das so ist. Was hat er dir gesagt? Ja, die Leute verstehen das nicht, wenn man hier die Platz sperren muss, aber wenn wir den immer auflassen würden, dann wäre der sofort kaputt und bla 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 und sowas. Und das war auch so ein typischer Dude, der Butler, ne? sonntags 11 Uhr seine Highlight der Woche beim Fußballplatz, Kippe und Bier. Und dann ein bisschen pöbeln. Aber So das ist der kommt das nette an. Hausmeister, den du kennengelernt hast. Außerdem, Ja, ja, das ist genau unser nicht, Lifestyle, Alter. nicht, nichtsdestotrotz, ja, aber also andere Art von pöbeln, weißt du? So Minderheiten Ja, pöbeln. du hättest den Ja. anderen Hausmeister mal erleben müssen, weil der kommt nämlich an, wenn wir irgendwie 2 Minuten über der Zeit sind und schreit uns dann an, dass wir nicht mehr spielen dürfen und dass wir um Punkt halb unser Equipment gefälligst abzugeben haben. Punkt halb ist doch voll Bitch, sinnlos. Ich meine, du trainierst ja bis halb. Du trainierst ja nicht bis 10 ja, vor halb. genau, aber das Ist versteht doch er voll nicht. sinnlos. Er hat aber auch am Anfang nicht verstanden, dass wir bis halb auf dem Platz sind und wollte mir mal einreden, dass wir nur 1 Stunde hätten.
bis ich ihm Ah. das dann online auf der Hochschulsportseite gezeigt habe. Ja, die Schwaben, ja. Alter. Es tut mir leid, die Mann, sind ein furchtbares Spasselacken. Volk. Ja, Ja, wo also trainiert ihr denn in Hausmeister auf jeden Stuttgart? Fall. Ja, wie gesagt, dann an der Uni in Vaihingen. Und am Mittwoch im Schlosspark. Schlosspark, nice, da sieht Also man. direkt in der Stadtmitte. Nice, da sieht man auch. Dann kriegt ihr vielleicht noch ein paar mehr Leute einfach durchs Zugucken. Das ist gar nicht schlecht. Ja, darauf hoffen wir, aber bis jetzt hat sich da noch nicht so viel ergeben. Wir bleiben Ja. immer nur stehen und holen ihr Handy raus und machen ein Video und schicken das wahrscheinlich an alle ihre Bekannten und sagen, Genau. hör, guck mal, wie witzig. Aber ich glaube, das ist so das Übliche, wenn Aber man Quidditch in einer neuen Stadt hat, ne? ja, aber Naja. das ist ja auch irgendwo Werbung. Genau. Ja, aber also, ja, der Effekt davon ist nicht wirklich richtig messbar, in dem Sinne, dass halt voll auf die Person ankommt irgendwie. Also manchmal, also es ist halt schon Erfolg, wenn irgendwie ein, zwei Leute sich dadurch dann irgendwie mal fühlen, als wenn sie da mal hingehen müssten. Das ist halt schon Erfolg. Ja. Ansonsten ist halt auch relativ abstrakt. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie jetzt vorbeikommt und ich sehe Ultimate Frisbee oder eine vergleichbare Sportart, die ich noch nicht kenne, denke mir so, oh, das sieht cool aus, komme ich ja auch nicht direkt auf die Idee, da mache ich mit. Ja, Nur weil es cool aussieht. das stimmt. Ja. Ja, letzte Woche habe ich mal gejodelt und dachte, wenn ich mal bei Jodel reinschreibe, dass wir trainieren im Schlosspark, kommt vielleicht welche. Aber ich habe dann 30 Likes bekommen, also ein bisschen Karma gesammelt, aber leider ist niemand gekommen. Na, ich würde sagen, Naja. dranbleiben und gerade bei so, ich glaube, das ist halt immer, bei den Studentensport sind auch sehr semesterabhängig. Semesterstart und dann kriegst du nochmal 3, 4, 5, 6, 7 Leute rein. Und dann, aber auch, ich muss sagen, wenn ihr jetzt schon so 12 Leute seid, wenn alle da sind, das ist schon mal eine Basis, auf der man Ja, aufbauen kann. man sieht Ich auch muss sagen, es genügend hat Teams, lange die genug für mit. Stuttgart gebraucht, dass es ein Team gibt und ich bin sehr froh, dass es jetzt gibt. Wie heißt ihr denn? Habt ihr schon einen Namen? Wir haben noch keinen Namen. Also noch keinen Namen, den ich durchgehen lassen würde. Und das Beste ist Quidditch-Club ja, Stuttgart. es kann keine Alliteration sein. Ja, also Also es darf nicht. ja, Warte genau. mal, Philipp, Es warte mal kurz. Warum darf es keine Alliteration sein? wegen SS oder was? Ja. Also ich bin Heidelberg, also wir Hä? können ja auch Ohne Witz. SSS machen, aber. Genau, wir sind Heidelberg. Ach so. Aber Heidelberger Hellhounds, also ein Ja, paar haha, das ist. Ja, ist auch kritisch, ne? Ja. Ja, okay. Aber nimm Aber mir hier trotzdem. bitte nicht mein Argument weg bei der Ja, nein. Argumentation, weil Alliterationen ich sind möchte keine scheiße. Alliteration haben. Also, ich muss sagen, ich muss sagen, ich bin wirklich so ein altmodischer Konservativist-Kerl. Ich finde Quidditch Club Stuttgart völlig okay. Das ist zum Beispiel in anderen Ländern oder sowas gar nicht mal so unüblich. Das ist zum Beispiel wie London Quidditch Club oder sowas. Ja, die ganzen Amis haben das auch, Boston QC und so weiter. Naja. Aber ja gut, Ich aber finde in es Stuttgart dann, langweilig, ja, dann aber. müsste halt irgendwas mit Pferden dann oder sowas bei euch rein. Stuttgart ist ja der Stutengarten, da muss ja irgendwas mit Pferden passieren. Komm bitte nicht mit Stuttgarter Stuten oder so. Ja, Gott, ey. Damit Stuttgart kam war. Verena schon und da habe ich schon gesagt, nee, Verena, ich mag dich, aber Stuttgarter Stuten geht nicht. Ja, aber Beschissener immer Name, das noch hört sich an wie so ein besser. halber Porno, ey. Genau, Aber das immer noch klingt aus so einer besser ganz als. schlechten DVD ganz hinten im Regal, Alter. Ja. Die Stuttgarter Stuten sind bereit für dich. Und auf Schwäbisch babbelt die dir dann irgendwas vor, Alter. Klingt Da sexy. bist du nur am Lachen. Oh Gott. Ach ja, Ach schön. komm, Toni, du wärst doch der Erste, der dir das kaufen würde. Die Stuttgarter Stuten. Boah, aber ganz kurzes Seitenwort, wo du gerade Schwäbisch gesagt hast. Ich muss voll aufpassen, dass ich nicht anfange zu sächseln. Weil bei uns auf der Arbeit so die alten Kollegen, ne, also manchmal, ich verstehe die manchmal nicht. Ich musste heute für eine Probenahme raus in die Ungerstraße. Und ich habe fünfmal gefragt. Und ich habe immer erst Ungo, 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 Ungo. Das war immer so ein bisschen in die Küche runterhängen lassen, ist rausgesippelt hier die Ungerstraße und weißt du, machst du nicht so genau. Es ist schlimm. Ich muss sagen, wie unattraktiv du wirst, wenn du anfängst zu sagen, ist unfassbar. Schauen wir Du die sitzt Küche nach da, hast einen richtig vorne. schicken blonden Bart, eine gute Frisur, ein Hemd an, und dann fängst du an zu sächseln. Und. Andere Person, ne? Ist echt kein attraktiver Dialekt. Aber man muss sagen, zum Beispiel in der Jugend ist der viel weniger verbreitet oder eher auf eine Art und Weise, die gar nicht mal so schlimm ist. Also gerade dieser Dialekt von den Alten, das ist das, was noch so, so richtig dumm anhört. Richtig unattraktiv ist. Ich Ja. dachte gerade ja an unseren Zoobesuch. Euren Zoo-Buch? Ja, also Toni hat mich ja damals mit seinem 16 rumbekommen. Philipp, weißt du, Oh wo Gott, wir und uns warte, High kennengelernt Five für haben? die Webcam. High Five für die Webcam. Eins, zwei, drei. Oh Gott, das war der Oh, Traum. Das war der ich Traum. hab mal mitgemacht.
schneid es raus. Okay. Philipp, weißt du eigentlich, wo wir uns kennengelernt haben, Moni und ich? Nee, sag her. Bei Tinder. Ich hab. Das kommt aber raus, wenn ich Tinder. Ui, Tippel, das ist ja wohl, das ist ein Catch-Mädchen. Da, also, oh mein Gott, was, also, die schlimmsten Leute meines Lebens habe ich nicht über Kinder, Tinder getroffen. Also, mir hat mal eine die Bücher verbrannt und die war analog angesprochen. Ja, ich jetzt nee, die Bücher. Also, ich finde auch Monique und Toni sind jeweils gute Matches auf Tinder und Leute, wenn wir eine Produktplatzierung brauchen, dann machen wir die jetzt hier rein und dann so. Tinder. Genau. Gibt Tinder und so. Bisschen Kohle noch. Wer hat das letzte Like gegeben? Also bei wem wurde gematcht? Du hast mich angeschrieben. Ja. Was? Moni? Ja. Hut ab. Hut ab. Ja, voll. Ey, das fand ich voll gut. Ja, Mann. Aber ich weiß gar nicht, wer wen zuletzt geliked hat. Das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, als wir dann auf Handynummern umgestiegen sind, dass deine erste... Ja, aber ich weiß, als wir auf Handynummern umgestiegen sind, da war Tonis erste WhatsApp-Nachricht an mich ein Lob. Und das fand ich super süß. Oh Gott, und schon ist er wieder attraktiv, ey. Der spielt da rum wie ein Banjo auf meiner Emotion ist. Was meinst du gerade wegen Zoo? Ach, mit dem Sächsisch. Ja, genau. Hey, pass auf, sonst klemmt sie die Verhörten ein. Ah, und schon. Das wäre schon wieder. Dafür würde ich dich reporten auf Tinder, Alter. Der schreibt im sächsischen Dialekt Instant Report, Alter. Nee, das ist aber von der wahren Story. Also die Ossis in der DDR haben auch immer so ihren Kindern richtig tolle Namen gegeben. So englischsprachige Namen, die dann sächsisch noch viel toller sich anhören. Zum Beispiel wie Mandy oder Svenny oder Cindy oder Enrique, Taylor. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Du kannst ja gleich selbst erschießen, ne? So viel. Dann würde ich an meinem 18. Geburtstag um 0 Uhr aufs Amt laufen. Scheiß Enrico. Also dann, warte, dann bist du über Tinder im Prinzip zu Quidditch gekommen. Wie? Also wenn sie dich über Tinder kennengelernt haben. Wir haben uns vorher kennengelernt. Wir haben uns 2014 kennengelernt. Nee, 2015. Und dann auf Tinder nochmal getroffen? Nein. Nee, dann. Auf Tinder kennengelernt, vor dem Quidditch. Ja, und dann haben wir uns getroffen. Ja. Dann waren wir im Zoo und Toni hat ganz viel Sächsisch gesprochen und die ganzen Kinder haben ihn alle ausgelacht und ich fand es super witzig. Und dann sind wir zusammengekommen und dann habe ich Toni eigentlich zum Quidditch motiviert. Ja, also indirekt war der Hochschulsport Liste von der Europa. Ja, und ich habe gesagt, er soll halt irgendwas im Hochschulsport machen, weil Hochschulsport ultra geil ist. Und man ultra viele Sachen ausprobieren kann und er soll einfach quasi das nehmen, was am blödesten klingt, weil das macht wahrscheinlich am meisten Spaß. Und dann kam er. Challenge accepted. dann kam er an und meinte so: Oh, guck mal, da gibt's Quidditch, wie verrückt ist das denn? Und ich so: Oh ja, voll geil, ich habe dein Video zugesehen und mach das mal unbedingt. Ich komme dann mal und feuer dich an. Fun Fact: Ich war nie da und habe ihn angefeuert. Stimmt, du warst nie da. Ich war eine ganz schreckliche Freundin. Jesus Christ, ihr seid der Shit. Ich will eine Soap daraus machen. Oh. Und dann haben wir uns getrennt und dann irgendwann so ein Jahr später oder sowas bin ich dann halt auch mal zum Quidditch gekommen, weil Toni mich dann überredet hat. Also im Grunde haben wir uns irgendwie gegenseitig motiviert. Dann aber Props auch dafür, ans Freunde bleiben. Das habe ich nie so wirklich hingekriegt. Und Hut ab, ihr habt eure Dating-Erfahrungen auf deutlich erwachsenem Niveau vollzogen, als das so erwischt ist. Dafür gratuliere ich euch dennoch schämlich für Sächsisch. Das ist widerlich und gegen die Natur. Ah. Okay, es tut mir leid, ich werde nie wieder Sächsisch sprechen in deiner Gegenwart. Ich danke dir dafür. Außer du möchtest ein Mädchen rumbekommen und sie findet es witzig. Nein. Habe Würde, bitte. Okay, machen wir nächstes Thema. Genau. Jetzt gut, wir den Gossip abgehakt haben. Genau, nee, jetzt haben wir nämlich die Stuttgarter Stuten vorgestellt, die sich demnächst. Ey, das wird hier geprägt, Alter, das machen wir. Nein. Da sag ich lieber nicht, was Boruts Vorschlag war. Weil... Moni, bist du denn eigentlich auch eine Stuttgarter Stute? Klar! Ach du Scheiße. Ja, das wär's wenn das geil. Irgendjemand hört, der von den Quidditch-Teams keine Ahnung hat und du sagst ihm, ich bin bei den Stuttgarter Stuten. Oh Gott, ey. Ach, ich bin dafür. Also Leute, das macht ihr. Dann würden wir jetzt etwas
Seriöse uns dem Ganzen nehmen. Nämlich unser nächstes Thema ist so ein bisschen zukunftsweisend. Gender in Quidditch wollten wir ein bisschen drüber reden. Und zwar in dem Sinne, dass wir haben es nach dem EQC gesehen, da gab es einige Kommentare, auch ich finde zu Recht, die einige Top-Teams angeprangert haben, dass da die Female-Players sehr vernachlässigt wurden. Und da wollten wir erstmal jetzt vielleicht drüber reden, wie wir das so alle sehen, was wir da vielleicht gegen unternehmen müssten oder auch nicht und wieso die Entwicklungen sind, die sich daraus vielleicht ergeben könnten. Und genau, das würden wir jetzt in den nächsten paar Minuten einfach mal bequatschen und bequasseln, weil das nun unser Job ist. Toni, möchtest du anfangen? Moni, möchtest du anfangen? Philipp, möchtest du anfangen? Nein. Willst du anfangen, Moni? Soll ich? Wenn ich einmal anfange, dann wird das wahrscheinlich relativ lange, also fang du an. Ach, wir reden ja auch, wir quatschen ja sowieso irgendwie alle dazwischen. ich fange einfach mal an. Zu Recht existiert diese Diskussion. Aber an popular opinion könnte man jetzt sagen, wie soll ich jetzt ausdrücken? Da muss ich zum Beispiel an die Episode mit Leander denken. Da habe ich ihm bei einer Aussage zugestimmt, die würde ich jetzt ein bisschen revidieren. Und zwar hat er gesagt, dass ein Team nur so stark ist, wie die schwächste Person ist. Und dass man halt alle fördern muss, nicht, dass es unbedingt jetzt Females sind, ne? Aber so generell. Und das sehe ich nicht so. Ich sehe es nämlich so, dass halt, wenn, dass unser Quidditch noch nicht auf einem Niveau ist, der das ermöglicht, dass man erst stärker werden kann, wenn man auch das schwächste Glied nach oben zieht, sondern bei uns noch so viel Luft nach oben theoretisch. Und wenn man da irgendwie krasse Athleten irgendwie an den Start bringt, egal welches Gender, die könnten noch sowas von Hardcore rasieren. Da sehe ich nicht unbedingt, dass man da stärker wird, wenn man da reingeht. Das ist vollkommen unabhängig vom erstens moralischen Aspekt und zweitens auch vom Team-Aspekt und ob das überhaupt in Ordnung ist oder sowas. Gleichzeitig würde ich sagen, dass ich wurde da ein bisschen umgestimmt irgendwie bezüglich dieser Gender Rule, die ja beim Campfire Cup jetzt existiert. Die existiert, Moni, ne? Mhm. Könnt ihr sagen, was das genau heißt? Also das ist die 3-3-Regel, dass es nicht mehr 4-2 ist, also oder praktisch Max 4, sondern jetzt Max 3 praktisch, ne? Genau, Max 3 und bei Snitch und Pitch Max 4. Max 4, genau, richtig. Also das heißt, dass Pre-Snitch-Time, sagen wir jetzt mal, drei Mädels auf dem Platz auch stehen. Und der positive Effekt davon ist halt absolut, dass es halt flächendeckend ist. Das heißt, jedes Team muss damit spielen und dann kommt schon viel eher dieser Aspekt da rein, dass du halt dann auch deine Mädels fördern musst, sondern nicht manchmal so sagen kannst, ja, okay, die stellen wir irgendwo hinten in die Ecke und unsere Kerle ballern da richtig durch. Ne? Das kannst du dann weniger sagen, nämlich, weil wenn 50% der Leute auf dem Platz, nämlich deine Mädels sind, dann musst du mit denen spielen. Dann musst du die auch mit ins Boot ziehen und nicht nur als irgendwo abstellen halt, ne? Also in dieser Perspektive sehe ich da positive Entwicklung. Wo es halt ein bisschen negativ sein könnte, wäre zum Beispiel beim Gameplay, wenn dann Sub-Rotationen deutlich schwieriger werden, wenn man zum Beispiel jetzt gendermäßig tauschen will irgendwie und dann müssen halt immer sofort zwei vom Feld kommen und dann zwei des anderen Geschlechts irgendwie halt aufs Feld gehen. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Oder für neuere Teams wird es halt noch ein bisschen schwieriger, dass man da nicht mehr so viel Spielraum hat irgendwie, weil gerade bei kleinen Teams sieht man doch schon mal, dass die gerade eben so halt dann vielleicht zwei Females, zwei Males, was auch immer, aufs Feld stellen können oder dann bei Snitch und Pitch 3 und das könnte dann halt ein bisschen schwieriger werden. Also das könnte ich mir noch denken, dass es das ein bisschen kritisch sein könnte, weil viele Teams spielen halt so auf dem Level, ja, wir kommen gerade so mit 12 Leuten mal zum Turnier und das ist halt dann schon ein bisschen enge Kiste. Und generell habe ich auch schon ein paar Mal die Diskussion gehört oder den Vorschlag, zum Beispiel von Bex McLaughlin war das, ja. Dass sie gesagt hatte, sie würde es lieber eigentlich aufteilen, also zum Beispiel Männer Quidditch und Frauen Quidditch. Ja, und sie hat auch gemeint, sie wäre dann sofort raus, ne? Ja, genau, ja. Witzigerweise irgendwie, ne? Das sehe ich nicht als richtigen Weg, weil dafür sind wir. Das ist erstens halt Kacke im Gemeinschaftsgedanken. Das wird sich dann in zwei Lager aufteilen. Und vermutlich wird es dann auch so sein, dass der Männer-Quidditch auf einem höheren Level insgesamt gespielt wird und dann mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist dann wieder Kacke.
Und ja, also insgesamt halte ich davon nichts. Also Also, wenn ich, hey Moni, sorry, wenn ich da direkt reingrätschen darf. Alles gut. Da, Grätsche. weil, also ich bin ja beim Quidditch so ziemlich für jede Regelung, die uns an andere Sportarten ausgleicht. Ich war für die harte Boundary, die jetzt rechteckig ist. Ich war für die Zwei-Stück-Rückennummern. Ich bin dafür, dass wir unsere Torzahlen auf einstellig machen, nicht auf zweistellig. Und Stimmt, ja. meineswegen können wir sogar die Besen verzichten. Ich weiß, Hatebriefe bitte unten in die Kommentare. Ist völlig okay. Aber eine Sache, die wir niemals ändern dürfen, ist, dass wir ein gemischt geschlechtlicher und für alle Ja. Geschlechter öffentlicher Sport sind. Das dürfen wir niemals ändern, weil das ist Nee. das, was unseren Sport ausmacht und Voll. was ihn für mich für so eine wunderbare Gemeinschaft macht, die, ich glaube, zu 100%ig dadurch entsteht, dass jeder Mensch mit jedem auf dem Platz stehen darf. Und das finde ich eine tollste Sache. Und dennoch Möchte muss dir ich da recht. dir ein bisschen widersprechen, wenn du sagst, also Lern hat gesagt, man ist nur so stark wie seine schlechteste Einheit. Und du hast recht, wenn ich sage, dass das Teams noch nicht bestrafen können, weil das können sie noch nicht. Man ist noch nicht so weit in unserem Niveau, dass wir sagen, okay, der Spieler auf deren Position ist deren schwächste Stelle, dadurch machen wir jetzt alle Setups über den. Das machen wir noch nicht. Aber ich sage, du nimmst dir selbst sehr viel deiner Stärke. Wenn ich so europäischen Quidditch angucke, dann sehe ich sehr viele Female Quidditch-Spieler, die underutilized sind, also noch nicht genug gebraucht werden. Und dabei ist auch so eine, ist es schön am Quidditch, dass es so ein paar Positionen gibt, wo man eigentlich nicht unbedingt viel Ball in der Hand haben braucht, um viel Impact zu haben. Ich meine jetzt zum Beispiel gerade eine Julia aus Heidelberg oder eine Hanne von Ja. Antwerpen. Die sind so geil off-ball und machen dann dennoch so eine Torgefährlichkeit, dass die mit vielleicht 20 Sekunden Ball in der Hand im Spiel dennoch ihre 4-5 Kisten machen. Ich meinte es aber nur so zum Teil so. Also ich weiß, was du meinst, und das ist auch richtig, was du sagst. Ich meinte es nur, dass man jetzt nicht auf Teufel, also ich meine, das ist ja schon ein ziemlich hohes Niveau, aber nicht auf Teufel komm raus, jedes schwächste Glied nach oben bringen muss und dadurch die bestmöglichste Insgesamtleistung erzielt, sondern einfach, wenn man halt die gute Top-Base erstellt, dann hast du das beste Resultat. Ey, sorry, das beste Beispiel dafür ist einfach Darmstadt bei der DM. Da spielen dann zwei, drei Leute wieder und dann ballern sie das Ding wieder durch. Also, was soll ich sagen? Ja, aber wäre jetzt die Offense von Darmstadt nicht nur, ist doch auch deswegen gut, weil man eine Nadine und eine Jadena nicht offen lassen kann. Also ich gebe dir recht, dass die zwei da sehr viel regeln, aber es ändert nichts daran, Ich habe dass auch mit das Jadena. Niveau dieser Mannschaft sich sehr viel mehr heben würde, wenn sie eben mehr das tun würden. Weil, sag ich mal, hast du jetzt eine drive-starke Defense, dann weiß ich auch nicht, ob Pleska da so viel mehr regelt. Zum Beispiel gegen, also im internationalen Vergleich tut sich Darmstadt zum Beispiel immer recht schwer. Okay, jetzt letztes Da Jahr war Plesko nicht schwierig. dabei. Ja, genau, letztes Jahr schwierig, aber der war auch schon mal dabei. Gerade war Ja. es schon. Also, und was ich halt meine mit Anayutu ist, sagen wir, dass die Trainer ein bisschen mehr darauf gucken können, dass man auch viel mehr Spielern dann Nutzen erzeugen kann, wenn sie nicht unbedingt in der Offense den Ball haben. Und in der Defense sowieso. In der Defense geht es einfach daran, die Angst vom Tackle zu nehmen und da reinzugehen. Und das können Frauen genauso gut. Müssen sie halt in der Richtung können. Und da sehe ich ein bisschen die Trainerpflicht, dass man solche Off-Ball-Spieler mehr involviert und denen mehr beibringt, was man zu tun hat. Nämlich zum Beispiel Defense ohne Klatscher, also mit nur einem Klatscher. Und die Female Chaserin hat zum Beispiel keinen Gegenspieler, da muss sie ja den Hub stehen. Die hat dann nirgends anders was zu suchen, als wenn der Gegner hat nur einen Klatscher und es ist keine Manndeckung, da muss sie an den Hub stehen. Da gibt es gar keine andere Wahl und sowas muss man den Leuten eben beibringen. Aber jetzt haben wir beide lange geredet, jetzt hat Moni auch mal, die nämlich auch lange was sagen möchte und dann sollten wir sie reden lassen. Ja, aber ich glaube, wir haben gerade ein bisschen so das Gender-Thema verlassen und sind gerade mehr dazu gekommen, Das wie passiert man häufiger. Themenwechsel. Spieler und Spielerinnen einbindet, die möglicherweise sonst nicht so eingebunden sind. Und da stimme ich eigentlich, glaube ich, Toni mehr zu, dass es sehr, also dass ein Team auch richtig geil sein kann, wenn sie, sagen wir, zwei, drei starke Spielerinnen haben. Und dann da einfach ein nach dem anderen machen und ein anderes Team auch überrennen können. Mit nur zwei guten Chasern. Wenn die Beater halt auch richtig gut sind. Aber also es ist nicht so schlimm, wenn zwei Chaser oder Chaserinnen auf dem Feld stehen, die nicht Bombe sind. Dann kann trotzdem das Team krass sein. Ja. Und deswegen ist, finde ich, die Notwendigkeit nicht unbedingt gegeben, dass man die schwächeren Glieder in der Kette, dass man die mehr fördert. Also aktuell. Und ich Genau. glaube, wenn man halt die Gender Rule ein bisschen anpassen würde auf Maximum 3 bzw. Maximum 4 bei Snitch on Pitch, dann wären die Teams wirklich dazu gezwungen. Und wie du auch schon gesagt hast, Philipp, also ein Mädel kann auch tackeln und ein Mädel kann auch driven. Klar.
Das Problem ist vielmehr, dass möglicherweise das nicht von vornherein etwas ist, was gegeben ist. Also viele Mailspieler fangen an und denken eh schon so, yo, ich bin voll geil und ich habe Handball gespielt und Ist ich bin echt so. super und deswegen gehe ich da jetzt einfach durch. Und die haben dann auch die Kraft dahinter, um sich da durchzusetzen. Auch wenn sie keine Ahnung von Quidditch haben, die rennen halt einfach durch und ist das kackegal. Nicht unbegründetes Selbstbewusstsein ist meiner Ansicht nach hundertprozentig ein männliches Phänomen. Es ist Ja, so nicht ähnlich eigentlich wie bei hundertprozentig, aber den es ist. Refs. Also wenn ich mir Ja, die du weißt, Refs es ist mein. angucke, Krass dann bin ich ein mail-dominant. Refs, die Ja, sich ja. auch aufs Feld stellen und einfach headwerfen, während wir Mädels immer so sind, so, oh, ich weiß nicht, ob ich Genau mich so eben. laufen. Also ich meine, ich habe meine Headref-Zertifizierung auch und traue mich irgendwie nicht. Und genauso sieht es halt auch auf dem Feld aus, dass da teilweise halt die Mädels ein bisschen ängstlicher sind, einfach drauf zu gehen. Ich glaube, das liegt auch viel daran, dass der Anteil an Males generell im Ballsport höher ist als bei Females. Und deswegen halt viele Females anfangen, beziehungsweise Non-Male-Spieler anfangen, Quidditch zu spielen und noch nie eine Ballsportart vorher gemacht haben. Das heißt, wo soll auch das Selbstbewusstsein herkommen? Guter Punkt, Ja. ja. Ja, genau richtig, ja. Wenn du halt 20 Jahre lang Ja, aber darüber habe ich nie nachgedacht, das ist ein guter wenn du Punkt. 20 Jahre lang Fusek gezockt hast oder sowas und dann zum Quidditch kommst und denkst so, ich bin's. Ja, pass mal auf, was ich hier mache. Obwohl, du hast da mit dem Fuß gespielt und jetzt mit der Hand, aber ist egal. Du bist Ja. der Geilste. Kannst rennen. Ja, wobei Fußballerfahrung finde ich, also ich habe jetzt selber ein paar Jahre Fußball gespielt, bringt einem nicht so viel im Ich Quidditch. wollte, ich dachte gerade, du willst sagen, dass es viel bringt, aber da wollte ich schon widersprechen. Aber Nee. ja, es hat, also ein bisschen, klar, du hast Spielübersicht, dann kommst du schneller mit rein und sowas, dass du halt so Da Sachen schnell analysieren kannst, aber. sehr viel weg von, ja. Ja, Fußball bringt einem nicht wirklich was, finde ich. Ja. Also da hat mir persönlich halt meine Korfballjahre mehr gebracht. Korfball kennt wahrscheinlich eh niemand. Ist witzigerweise übrigens auch ein gemischgeschlechtlicher Sport. Spielen immer vier Mädels also vier Mädels und vier Typen in einem Team. Und das hat mir da deutlich mehr gebracht. Das ist ein bisschen so wie Basketball. Ah, das ist Man aber wird dann auch viel Korfball. ohne Brett, ne? Genau, es ist ohne Brett, es ist nur so ein Korb, der halt frei steht, auch relativ mittig steht, also schon ein bisschen so wie unsere Hoops, also nicht am Rand. Und ja, also das hat mir da, was Spielübersicht angeht, deutlich mehr gebracht als Fußball. Ja, aber auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass die Mädels halt mit einem anderen Know-how oder mit anderen Skills anfangen, Quidditch zu spielen. Und das heißt aber nicht, dass sie diese Skills nicht lernen können. Wie gesagt, ein Typ, der rennt halt einfach durch und schafft es durch seine Kraft, sich durchzusetzen. Und ein Mädel kann aber genau das Gleiche, beziehungsweise Non-Male-Spielerin kann genau das Gleiche schaffen, wenn sie die Taktik dahinter hat. Also du Du meinst kannst die mit, Technik? ja, die Technik, ja, sorry, die Ja. Technik. Weil mit einer guten Technik kriegt auch Rosa all ihre Tackles Naja, hin. Und das ist so. Naja. weil nicht, guckt euch Amrei in Bochum an, die drivet auch durch. Und Das ist voll witzig, ne? Mädels. Beim Driven ist einfach voll viel einfach der Wille. Ja. Einfach nur in eine andere Person reinzurennen Ja. und dann zu schauen, wo es. Gerade auf diesen letzten 2, 3 Metern vorm Hub. Dann einfach nur, okay, ich renne jetzt geradeaus zu und dann, boop, da ist der Hub und dann, da muss ich hin. Zum Beispiel, ich mache das, früher habe ich es noch ein bisschen eher gemacht, aber mittlerweile mache ich es gar nicht mehr. Ich stoppe immer einen Meter vorher ab, weil ich irgendwie Schiss habe. Das, ja, viel Wille dabei und das können auch auf jeden Fall viel, also können auch Mädels. Ja, und Keine die Frage. Technik dahinter, die kann auf jeden Fall jeder lernen. Ja, ich meine, ich schaffe es auch irgendwie, Typen umzutackeln. Und Ja. ja, danke übrigens an Leander für 3 Stunden Tackle-Workshop auf der Quack. Es hat sehr viel gebracht. Und genau dafür ist er da. Wenn ihr dann, ihr Ey, habt so. da fällt mir gerade ein, vollkommen off topic, aber Leander, wenn du das hörst, beim Whitelings Cup hat man das wieder mal gesehen, bei der eben auch. Ich fand's voll geil, dass du deine Agilität noch weiter gesteigert hast. Und auf was für einem kleinen Raum du dich bewegen kannst und was für Richtungsänderungen du machen kannst, das ist ziemlich sexy. Das war Tonys Random Props geben an Leander Troll. Kommen Sie nächste Woche wieder, wenn es heißt. Aber
Finde ich aber sehr gut. Ich muss aber nochmal zurück. Ihr habt beide die Max 3-Regel angesprochen. Ihr seid beide Befürworter von der, nehme ich dann an. Ja, absolut. Mittlerweile Und schon, ja. wir, also Also wir eingeschränkt. Ja, im was heißt Deko. eingeschränkt? Ja, erzähl du erst, Moni, was du sagen wolltest. Nee, erzähl es du. Ja, ich meinte halt, dass für kleine Teams das halt blöde sein könnte oder neue Teams, dass die halt dann Also ab einer teilweise nicht. Teamgröße von 13 Personen Max 3 oder sowas. Okay. Naja. Das wäre dann deine. Sind wir mal Naja. gespannt. Du hattest das ja auch schon angesprochen, Moni, so ein bisschen. Also indirekt. Und zwar das halt beim Quidditch. Ich glaube im Durchschnitt, und was heißt im Durchschnitt, in der Statistik tauchen mehr Mails auf als Non-Mails. Und woher das halt kommt, ist zum Beispiel, dass halt, also, ich habe es mal gehört, oder irgendwie ist das so, in vielen größeren Teams ist das der Fall. Ich habe da keine Und für. Statistik zu. Okay, Also, gut. ich weiß Ja, es ist mir nicht. Ah, geil, ich wurde nicht Ich meine, widersprochen, also kann ich wir sind keine Wissenschaft. Mach weitermachen. mal dein Hemd zu und dann. Ne, ist zu warm. Toni knöpft Das sich immer geht. weiter auf. Und ich schüttel ihm so den Kopf und währenddessen sagt zu Moni irgendwie, wie Frauen gut sein können. Ich schüttel einfach nur den Kopf, weil die ganze Zeit Toni sein Hemd weiter aufknöpft, Alter. Boah, Toni, ehrlich, ey, ich muss auf meine Fenster hier auch zu und ich sterbe. Und wenn ich hier jetzt gleich mein Oberteil ausziehe, dann. Sagt keiner nein. Warum sagt bei mir Dann jemand fängt nein? direkt die Sexismusdebatte Echt mal, ich werde hier unterdrückt. Ich darf. Wie? Wo bist du denn unterdrückt? Ja, ich darf mich hier nicht ausziehen. Okay, lassen Okay, wir das vielleicht. genau. Okay. Ja, zieh Ich dich mache einfach einfach eine da an. Hand So. drüber. Ja, ich auch. Wo waren wir gerade? Achso, ja, ab einer gewissen Teamgröße. Achso, ja, genau, das. Ich hatte das Argument von einer anderen Person gehört, dass halt mehr Mails am Start sind und dann, dass es ja irgendwie nur realistisch ist, dass dann auch auf dem Platz mehr Mails stehen. Wenn zum Beispiel irgendwie 60% Mails im Quidditch Deutschland unterwegs sind, warum nicht dann auch Maximum Vorregel, um das theoretisch zu unterstützen? Ja, Aber das ist aber so nicht eine schlüssig. 3-3-Regelung hat ja natürlich dann auch gewisse Effekte. Dass, ich glaube bei uns beim Phoenix, also bei uns weiß ich jetzt nicht, ob beim Phoenix oder bei Leipzig ist, aber naja, beides. Beim Phoenix hat man das auch teilweise, glaube ich, schon gemerkt, dass dann Leute nicht mehr gekommen sind oder sowas, weil einfach keine Spielzeit für die drin waren. Und da hast du irgendwie auch keinen Bock mehr, ne? Also, warum dann Also kommen? das finde ich außerdem kein schlüssiges Argument. Da müsstest du ja, sag ich mal, das. Oh, wir haben jetzt ein Team mit 60% Frauen, dann muss da das aber so rumgehen. Das ist, nur weil es halt, sag ich mal, aktuell die Statistiken so sind, wie sind, kann man das nicht meiner Ansicht nach als Argument sehen, dass man Ja. da 60-40 machen sollte. Ja, Ja. dann guckt euch Magdeburg an, die Ja, eben, genau. gerade nicht so das Female-Problem haben. Ah, Und stimmt, das habe ich beim Durchschauen der Teamfotos gesehen. Dachte so, huh, das ist ja krass. bevor es creepy klingt, wir haben nachher noch eine Rubrik dazu. Wartet. Es wird noch creepier. Nee, was ich noch ansprechen wollte, Jandals, also die Emma Humphries aus Neuseeland, die beim EQC-Stream und auch jetzt beim EEM-Stream dabei war, die hat gemeint, in Neuseeland wird das Ganze nicht passing to Female und so weiter, wird danach viel stärker angeprangert und geschämt, sage ich mal. Also Echt? ist auch Oh. so, sie hat gemeint, auch unter anderem in den Panels, die wir gemacht haben, in der Vorbereitung, da wird im Livestream auch wirklich erwähnt, okay, der Spieler hat es vermehrt nicht zu einem Female gepasst und das wird dann auch knallhart thematisiert und da ist so ein Naming and Shaming findet da statt. Und ich persönlich tue mich damit schwer, aber ich bin da auch gerne bereit, mich überzeugen zu lassen. Was sagt ihr dazu? Also ich finde persönlich ist es auf jeden Fall, Ja. man kann anmerken, wenn ein Team nicht zu Females passt. Das ist völlig okay. Aber was sie jetzt halt war zum Beispiel, dass wirklich dann sah, Player XY non-passing to Females. Das Ich geht glaube, für mich das. in eine komische Richtung rein, wenn wir schon, ich sage ehrlich, wir sind noch nicht mal auf dem Level, dass ich es schreiben könnte in einem öffentlichen Forum. Ich finde, Spieler XY ist voll der schlechte Passer und Tackler. Das wäre auch schon ziemlich zu viel. Ja, also ich finde, Shaming hat generell im Sport eigentlich nichts verloren. Außer Ja, Toni. Außer Toni, ja klar. das ist okay, ja. Ich schäme mich auch selber. Aber an sich hat das echt nichts verloren beim Quidditch. Also Unsportlichkeit, finde ich, kann man ansprechen und sollte man ansprechen, aber Ich denke, ich weiß es. aber das ist halt keine Unsportlichkeit, ne? aber Und ich ja, glaube, das führt halt auch zu nichts, ne? ja, Also. also doch, ich glaube schon, dass das Wirkung hatte. Ja, aber auf eine falsche Art und Weise, dann Ja. wird. Vielleicht hat es langfristig irgendwie einen Effekt, klar, ja. Aber ich glaube, mittelfristig nimmt so einfach den Spaß und den
sag ich mal so, die Freiheit irgendwie so ein bisschen, dass man immer wieder denken muss, oh, darf ich das Tor jetzt selber machen oder muss ich abspielen, ansonsten werde ich geschämt. Das kann es halt nicht sein. Ja. Also, Und es muss ja auch nicht jedes Tor durch ein Female geschehen. Also wir ja. sind ja schon ein Teamsport und Naja, ey, das habe ich in es meiner soll Zeit ja als schon Trainer. Gleichberechtigung sein. Und Das habe ich in das meiner wäre es ja Zeit nicht, wenn das dann so gehatet wird. als Trainer 400 Mal gesagt, dass halt das Spiel ohne Ball mega wichtig ist, dass du halt sowas wie so Screens machst und Blocks und dann hier einen Beater auf dich ziehst und alles, also im Chaser-Game zum Beispiel. Ja, also nicht nur die Person, die ein Tor erzielt, ist der Held auf dem Platz. Und nicht nur der Sucher, sondern die Und Bieter. der Aber für mich sind eigentlich die Bieter sind für mich echt richtige Helden auf dem Ja, Feld. auf jeden Fall. Das ist richtig Also, heftig. weil wenn So. einfach die Bieter, das Bieter-Game geil ist, dann hast du es als Chaser einfach so Ja, eben. Und viel wenn's. einfacher. Und Word. Das ist so krass, ne? das Und ist wenn's echt scheiße ist im richtig krass. Gegenzug, dann machst du halt gar nichts, ne? Dann stehst du Ja. da in der Mittellinie. Ja, cool. Sieht so aus, als wenn wir keine Chance haben. Dann gebe ich dir jetzt Ja. den Ball hier. Ja, da kann man halt einen Longshot versuchen und hoffen, dass da reingeht oder Ja. so. Oder Aber wirklich irgendwie ist halt. versuchen, das gut auszuspielen oder sowas. Aber es ist einfach um so viel schwieriger, ein Tor zu machen, wenn das Beta-Game schlecht ist. Ihr habt es hier gehört, Bieter sind die besseren Menschen. Ach ja. Wollen wir zu dem Thema noch was sagen oder wollen wir zum nächsten übergehen? Ich würde gerne zum Thema noch was sagen, weil also wir haben auch im DQB darüber gesprochen Oh, super, ja. und wir waren uns auch einig, dass wir das gerne mal ausprobieren wollen würden und haben deswegen den Teams auch die Wahl, also die Wahl, wir haben die Teams danach gefragt, was sie so darüber denken, wenn wir das beim Eispokal testen würden. Den es jetzt nicht gibt. Den es jetzt. Ja, nee, ja, anderes Thema, dazu sage ich jetzt nichts, weil dann werde ich nur ein bisschen sauer oder frustriert. Das wollen wir nicht. Auf jeden Fall, ihr wollt es beim Eisbucke ausprobieren und wie Wir war das würden es Feedback? gerne ausprobieren und das Feedback war eher negativ, zumindest das, was Okay. dann im MV-Slack kam. Und das finde ich persönlich wirklich super schade. Also ich kann nachvollziehen, wenn die Teamvertreter an ihre Teams denken. Und sich selbst überlegen, okay, hey, wir fahren vielleicht nur mit vier Females hin und dann Wochenende Turnierspiel mit nur vier Females wird echt hart. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass das für unseren Sport wirklich wichtig wäre und dass wir auch Deutschland sehen müssen oder halt die deutsche NGB sehen müssen als das, was sie ist, nämlich als die größte NGB, die nach IQA Rulebook spielt, die zweitgrößte NGB der Welt. Und ich finde, wir sind irgendwo in der Verantwortung, dass wir Sachen ausprobieren und dass wir möglicherweise auch dazu führen, dass so eine Regel möglicherweise kommt oder nicht kommt. Also ich sage gar nicht, dass die Regel kommen muss, sondern dass man sie ausprobieren muss, bevor sie möglicherweise kommt. Wird das vielleicht bei der MV thematisiert? Irgendwie wieso die Leute das alles, weil ihr habt es für den Eispokal gefragt. Oder eben, da denke ich auch, da kann ein Team sagen, okay, wir würden Eispokal, das sage ich mal so, nicht ganz so Niveau, das wollen wir vielleicht gewinnen. Deswegen eher wollen wir unsere mega krassen Mails spielen und die Females ein bisschen vernachlässigen oder sowas. Keine Ahnung. Aber warum denn nicht dann, also. Wird es thematisiert werden auf der MV, wie Leute das sehen oder nicht so? Bis jetzt steht es nicht auf der Agenda und ich bezweifle, dass wir dazu kommen, weil wir auch relativ viele Anträge haben für die Ja. MV. Ich würde es gerne thematisieren und ich werde es wahrscheinlich so machen wie bei der letzten MV und die Teamvertreterinnen einfach bitten, da zu bleiben, wenn sie Bock haben, dann noch drüber zu reden. Wie wir es das letzte Mal gemacht haben bei der Volunteer-Frage, was wir ändern können, damit wir möglicherweise mehr Volunteers bekommen im DQB. Also das Ganze auf freiwilliger Basis diskutieren. Da können wir eigentlich auch mal mit jemandem vom Brunbecker, dem Fantasy-Team, ja vielleicht mal danach reden, wie das so war, einfach mal aus Jux und Dollerei, Ja, kann Toni. ich mal Ja, machen. also ich bin auch gespannt, wie es da wird, sehe es aber als Test relativ kritisch, Ja, klar. weil die Anmeldezahlen da sind, doch, es sind doch mehr Mails. Das heißt, ich habe in meinem Team, glaube ich, fünf Non-Mail-Spielerinnen. Und da wird es, glaube ich, schon anstrengend. Und man hat auch keinen Einfluss darauf.
Also in einem eigenen Team, da hast du ja Einfluss darauf. Du kannst nochmal Leute ansprechen. Und gerade beim Eispokal, du darfst ja Spieler mitnehmen aus anderen Teams. Das heißt, wenn du ein Female-Problem hast oder ein Male-Problem hast, also das kann ja in beide Richtungen gehen, wenn es bei der Gender Rule geht. Und du hast die Möglichkeit, dir andere Spieler mitzunehmen oder Spielerinnen mitzunehmen. Und deswegen finde ich eigentlich den Eispokal relativ gut zum Testen und um hinterher Feedback von den Teams zu bekommen. Weil es da auch in der Verantwortung der Teambetreuer quasi liegt, oder des Vorstandes der Teams liegt, Leute zu akquirieren. Und wir sagen, auf der einen Seite haben wir bei der DM das Argument gebracht, dass wir relativ viele Spiele spielen, weil es auch ein Zeichen von Top-Teams ist, dass sie gut Leute rekrutieren können. Und ich finde, mit dem gleichen Argument kann man das auch beim Eispokal versuchen. Und beim Eispokal würden wir es unter den, in Anführungszeichen, schlechtesten Bedingungen testen. Weil das sind die jungen Ja. Teams, das sind die Teams, die am meisten Probleme mit dieser Regel haben werden. Und ich denke, dass deswegen da der Test unglaublich wichtig wäre. Und Ich wollte egal, in das. welche Richtung hinter das Ergebnis geht, ich fände es wirklich sehr wichtig. Der Richtung gerade habe ich auch gedacht, dass es halt an sich cooler wäre, das erstmal bei der DM zu testen, weil da halt das ein bisschen leichter Atmosphäre ist. Aber letztendlich, klar, der Test in der schlechtesten Atmosphäre dafür, oder in der schwierigsten, sagen wir mal, ist eigentlich dann der theoretisch Beste. Aber das ist, da können wir eigentlich direkt zum nächsten Thema übergehen. Wenn jetzt nichts anderes mehr, wenn keiner mehr was dazu groß sagen will. Das ist nämlich so in der Richtung, dass manchmal die Leute einfach Angst vor was Neuem haben und Angst vor Veränderungen. Siehe zum Beispiel die ovale Form des Feldes. Oh nein, wie können wir das denn abgeben? Oh Gott, und jetzt so, ja, ey, eigentlich war's ziemlich gut. Und Gender Rule könnte halt auch so ein Thema sein, dass in 5 Jahren vielleicht denkt, ey, was, wir hatten mal eine Form-Maximum-Regel, was ist das für ein Schwachsinn? Ne, und in Wir 10 hatten Jahren auch mal denken eine wir, Maximum Five Regel. stimmt, ja. Und in 10 Jahren, Philipp, dann denken wir, boah, damals gab es noch Besen. Der Spaßbremse mir hat so einen Spaß dran, wenn es auf einmal nicht mehr da ist. Oh, das ist Ich klasse. fände es auch witzig, aber ein anderes Thema. Wollen wir jetzt auch Genau. nicht besprechen. Aber das nächste Thema ist eigentlich nur kurz angesprochen, die Genau. Mausguard-Regel, die jetzt ja vom DQB eingeführt wurde. Oh Gott. Genau. Ja, aber ich weiß, auf welcher Seite ihr seid und lasst mich jetzt mal der Butler sein. Also Butler, Oh sorry, ja, zu Deutsch, bitte, ist bitte, der bitte. Hater. Ja, bitte, Ich Hater. verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe in meinem Team gefragt, Leute, die Refs, die ihr habt ihr wirklich so ein, wie, auf einer Skala von 1 bis 10 habe ich gefragt, wie viele Probleme habt ihr mit dem weißen Mouthguard? Und da habe ich nur eine Antwort gekriegt und das war von Jane, die gemeint hat 10. Und ich so, ja wirklich? Und sie so, nee, keine Ahnung, ich hab nicht gerefft, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich so, ja gut, also sind da Leute wirklich an euch reingekommen und gesagt, so Leute, weiße Mouthguards verwirren mich das the fuck? Die Frage geht an mich, ne? Ja, ich bin nicht DQB. Hat sich jemals ein Ref bei euch beschwert? Boah, ich finde es mega krass schwierig, die Mouthguards zu überprüfen. Nein, aber ich glaube, wir haben im Vorstand genug wirklich gute Refs und zumindest auch ein paar zertifizierte Refs. Und ja, wir sehen das durchaus als Problem. Und zwar geschlossen. Also das waren, wir sind nicht immer einer Meinung im Vorstand, auch wenn wir es nach außen hin natürlich versuchen, so rüberzubringen. Aber das war definitiv eine einstimmige Entscheidung. Ich finde, selbst wenn es nicht so ein Riesenproblem ist, es hat einfach gar keinen Nachteil. Ich meine, andere Sportarten, die auch Mouthguards mit als Bestandteil haben, die haben auch die gleiche Regel, dass man keine Weißen tragen darf. Und Haben Sie? ja, Ja. Also Lacrosse zum Beispiel, Lacrosse. Flag Football, Ja, Basketball nicht, zum Beispiel. Feldhockey. Basketball, hast du ja keinen Mundschutz an. Echt? Okay. Wusste ich gar nicht. Ja, schauen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich kann mein Argument, das ich jetzt bestimmt 18 Mal schon gesagt habe, noch gerne mal wiederholen. Wer nicht imstande ist, in 15 Monaten eine Investition von 20 € zu planen und den Mundschutz, den er jetzt gerade hat, kann er sogar noch im Training weiterverwenden. Sorry.
Da machst du was falsch. Du elitärer, abgehobener, Ey, er nee, hat das hat jetzt einen nichts. Job. Ja, er hat Ey, jetzt einen ohne Job. Scheiß. Ey, wenn du Genau. jeden Monat 70 Fragen Cent im Job und sparst. schon so, oh, hier sind die Ey, Mautgas. bitte spare jeden Monat 70 Cent. Kauf dir ein Brötchen weniger. Aber Danke. die Sisu-Dinger haben doch safe mehr gekostet. Ich glaube, mein Ey, Sisu-Ding habe ich 20, damals wenn safe das in 50 Gelb Euro. kostet, 20 Euro. Was? Nee, meins hat Ja. 22, glaube ich, Ja. gekostet. Okay, dann habe ich einfach nur Scheiße bestellt. Okay, alles Ja. klar. Und Okay. die sind sogar billiger in Farbe als in Weiß. Also, Ja, das stimmt. Bei Amazon haben die immer unterschiedliche Preise für die Farben. wie gesagt, ne, also man kauft sich ja eh, sag ich mal, in unregelmäßigen Abständen doch mal einen neuen Mundschutz, weil der alte vielleicht echt ekelhaft aussieht. Oder viele Leute verlieren ihn auch, ich mir inklusive. Und dann würde man sich vielleicht teilweise eher einen neuen kaufen und den alten kann man auch weiterverwenden im Training oder bei, weiß nicht, vielleicht mal bei Fantasy-Turnieren oder sowas. Und der ist ja nicht, müsst ihr nicht wegschmeißen, ne? Naja, aber Und davon mal abgesehen, sollte man sich ohnehin in regelmäßigen Abständen einen neuen Mundschutz kaufen, weil das Ganze aus Kunststoff gefertigt wird und heftigen Belastungen ausgesetzt ist im Mund. Und deswegen sollte man sich allein aus Sicherheitsgründen in regelmäßigen Abständen neue kaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch auf diesen Beipackzettelchen irgendwo draufsteht, wie lange man so einen Mundschutz verwenden soll. Und ich glaube, also ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich vermute mal, dass da wahrscheinlich was draufsteht, wie spätestens alle 2 Jahre. Wenn nicht aber sogar jedes Jahr. und jetzt darf ich noch einmal, ich an sich, ihr habt mich schon wirklich sehr gut überzeugt, aber jetzt muss ich einfach noch einmal das Teufels Advokatenspiel stellen. Sagen wir mal, jetzt spielt jemand wie Tom Roloff mit so einem Ding, das seinen Mund verdeckt. Dann müsste das ja eigentlich auch illegal sein, oder? Kommst du jetzt wegen diesem Meme um die Ecke? Ich komme wegen dem Meme um die Ecke, weil ich finde, es ist kein dummes Argument. Es ist lustig, aber es ist nicht dumm. Ja, ta tatsächlich ist es nicht ganz so dumm, aber das sind dann halt Ausnahmen. Aber die meisten Turniere finden ja schon in einer wärmeren Atmosphäre statt als beim Eispokal zum Beispiel. Und da sieht man es halt schon. Also klar, natürlich können die Leute versuchen, uns irgendwie zu verarschen oder sowas. Happy Aber Birthday, wenn ihr das die machen Sache, müsst. aber ja, ich meine, Toni ist da für euch. Es bringt niemandem was. Wir haben die Regel auch definitiv nicht aufgestellt, um Leute zu ärgern Was? Leg die schon an reinwürgen Ich will niemals DQB-Vorstand sein, wenn ich nicht eine Regel im Jahr rausballern darf, um hier. mal Leute zu ärgern. Ich ziehe meinen Antrag hiermit Also zurück. ich hab natürlich nur dafür gestimmt, weil ich selber einen lilanen Mouthguard habe und der Mittelschmerzen Sieger hast du von an den dich gedacht. Waffen bin. Nein. Spaß. Muss man auch mal erwähnen, weil ich glaube, manche Leute glauben halt an so eine sinistre Bosheit vom DQB-Verstand. So, was machen die dieses Wochenende? Ja, also Zur päckliche tatsächlich, also Besserung. ich habe auch tatsächlich Nachrichten bekommen, weil ich habe das ja in die DQB-Gruppe gepostet und ich habe tatsächlich Nachrichten bekommen, in denen mir unterstellt wurde, dass wir Spieler verarschen wollen. Okay, ich möchte meinen Antrag doch wieder einreichen, bitte. Ach, du hast diesen Antrag zurückgezogen, Philipp? Nein, ich habe den gerade mündlich zurückgezogen, weil ich dachte, aber ich möchte ihn hiermit Ah. nicht wieder nochmal einreichen, aber egal. Die Leute wissen gar nicht, um was es geht, oder? Ist völlig egal, das Das kriegen sie ist hin. egal, das sehen Sie dann auf der MV. Also ich finde den Antrag auf jeden Fall ganz gut und ich freue mich schon auf die Diskussion zu dem Ich Thema. auch. Ich hoffe, es gibt eine. Ich hoffe, es gibt eine. Bist du bei der MV dabei? Ich hoffe, dass ich. Also, ich würde mich freuen, wenn ich da. Mal schauen, ob ich da der Stimmberechtigte von meinem Verein bin, aber man darf ja auch nur fast einfach selber dazu sitzen, ne? Hat mal kein Stimmrecht. Aber Rederecht hat man, ne? Vor allem, wenn man einen Antrag geschrieben hat. Ja, klar, wenn du einen Antrag geschrieben hast. Ja. Okay. Dann will ich dann noch, wenn wir schon mal in so einer Regelrubrik sind, will ich noch mal kurz darüber reden, dass das vielleicht auch jeder mitbekommt. Der Kunstrasenplatz-Hoax, der am Wochenende, glaube ich, durch die Medien geisterte, dass die EU sich mal wieder ausgedacht hätte, dass sie uns alle bestraft, indem sie Kunstrasenplätze abschreibt. Ja, die EU ist ungefähr so wie der DQB. Genau, eben. Die EU denkt sich wie erst, ja, die haben alle Spaß beim Sport, dann verbieten wir doch Kunstrasenplätze. Und nein, das ist nicht so. Die EU hat sich nun mal umgeschaut, wie man vielleicht einige Plastiken vermeiden kann und da ist eben über Kunstrasenplätze auch debattiert worden. Die werden aber in keiner Weise verboten oder sanktioniert. Es wird vielleicht nur geschaut, dass man die langfristig vermeidet und zu umweltfreundlicheren Sachen umgeht. Und da bin ich wieder jetzt bei dir. Ich habe nämlich heute vorher, habe ich bei der Arbeit den, kennt ihr den Kranfahrer Ronny? Klar. Junge, Du meinst Junge, den Junge, Junge. Gabel. Ach so, du meinst den Achterbahnbauer. Ja, genau, Ey, Achterbahnfahrer, Beste. genau. Genau, Junge, also, Junge, 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 Junge. Junge. Ich habe mir das Nicht mal einen übrigens auch Ballmasken in die Hälften. gedacht. Und deswegen sind auch ich in der EU, diese Weil Norweger, die weil am die Leben meisten vorbeilaufen. Leben vorbeigehen. Das ist mir auch so typisch so, erstmal geschimpft, geschimpft, Oh. geschimpft, aber wenn wir es dann mal ganz ruhig hinsetzen, dann ist es okay, dass unsere Pitches nicht mehr oval sind.
Dann ist es Warte, okay. Philipp, ein Mann von Klasse hat das natürlich auf seinem Handy. Also jetzt hätte ich dich auf Tinder, aber auch hier super liked. Hört man das? Ja. Ich hoffe, das hört man jetzt auch Ja, tu mal. im Recording. Ich kann es nicht Ah. genau sagen, aber auf jeden Ich Fall, glaube, das ist das eine war Sache, die ich mir Ronny. vielleicht mal tätowieren lasse, aber so viel zu dem Thema. Ja, klasse Dude. Ja, aber das Thema ist ja, Ja. können wir, glaube ich, schnell Also, abhaken, ihr ne? habt mich ein bisschen überzeugt, aber ihr müsst sehen, euch ist ja auch klar, dass das nicht die Policy war, die ganze Community natürlich zufrieden gemacht hat. Aber ihr habt euch schon was dabei Ja. gedacht und das glaube ich euch auch. Wir haben uns was dabei gedacht und wir hätten selber nicht damit gerechnet, dass es so eine große Sache ist. Zum Beispiel anders als der Eispokal, weil der Eispokal wurde abgesagt und Das verstehe ich. alle beschweren sich über die Mouthguards. Und hallo, der Eispokal wurde abgesagt. Naja, Das aber ist ultra stimmt traurig, eigentlich aber da echt. müsste man sich ja dann eigentlich mal an die eigenen Nase fassen, da man selber ja kein Angebot reingebracht hat. Und Das wäre ja das Kacke. möchte die Community vielleicht Da nicht. muss ich ja was Deswegen arbeiten, Moni. beschuldigt man lieber uns wegen Mouthguards. Hey, da muss ich ja arbeiten. Da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Ja, ist ja auch Quatsch. Mach das lieber nicht. Ja. So, nächstes Thema. Nachdem Moni jetzt berechtigterweise auch mal ihren Standpunkt hier verdeutlichen konnte und du hast mich überzeugt. Wir müssen vielleicht mal die etwaigen Meme-Hersteller fragen, ob das vielleicht das Sinnvollste ist, was es zu tun gibt am Tag. Ja, macht bitte lieber Memes, damit Leute sich für als austragendes Team bewerben. Das finde ich Das sehr gut. fände ich Das schön. ist, wenn ich. Okay, heute mache ich es nicht mehr, wenn ich heute nach Hause komme. Aber morgen mache ich ein Meme dazu. Versprochen. Okay, cool, Es wird danke. nicht gut, weil ich nicht Ja. kreativ bin, aber es trotzdem. Okay. Dann würden wir jetzt zum nächsten Thema übergehen. Und zwar Umgang mit Leuten, die Quidditch nicht kennen. Und damit meinen wir nicht, sag ich mal, die Leute, die am Schlosspark vorbeilaufen und sich das mal kurz angucken, sondern eben, wie geht ihr Leute damit um, wenn, sag ich mal, euer bester Kollege, der eben nicht mit Quidditch zu tun hat, euch fragt, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr euch das erste Mal, wenn ihr erstmal euren Eltern erzählt habt, was Quidditch ist oder dass ihr das spielt, wie lief das ab und wie würdet ihr die Situation handeln? Oder vielleicht auch direkt die erste Situation ist, dass man erstmal ausgelacht wird. Genau, eben Ja. genau. Wie geht man damit? Genau, das ist nämlich, darauf wollte ich auch am Ende dann hinaus. Ja, fang du doch mal an, du hast noch gar nicht Also, angefangen bei irgendeinem Thema. das stimmt. Also im Prinzip gibt es bei dem ganzen Ding so mehr oder weniger zwei, drei Schema. Es gibt. Prinzipiell kann man Leute einteilen in A, Leute, die Harry Potter kennen und damit auch Quidditch mehr oder weniger schon mal gehört haben und Leute, die das eben nicht haben. Bei A, Leute, die Quidditch schon mal ein bisschen kennen, gibt es die Leute, die Harry Potter mögen und es deswegen ein bisschen eher cool finden. Und Leute, die Quidditch die Harry Potter angeschaut haben, weil sie damals auf ein Date gegangen sind und es halt so meh fanden und damit Quidditch nerdig finden. Also Leute finden es nerdig. Und für Leute, die Quidditch nicht kennen, ist es prinzipiell nerdig. Das heißt, wir sind schon mal bei so einer Grundgesamtheit von so ungefähr 50% mindestens, die das Ganze nerdig finden. Warte, 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 du findest, dass Leute das nerdig finden, die Harry Potter nicht kennen? Leute, die Harry Potter nicht kennen, finden Quidditch prinzipiell nerdig, ja. Okay, also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich finde eigentlich, dass die meistens interessierter sind, weil der Name witzig klingt. Okay, Und sie aber sich deswegen denken, oh, krass, was ist da das denn musst für du aber ein unterscheiden, Sport? ob die Leute Harry Potter gar nicht kennen oder ob die das irgendwie kennen, den Namen kennen und sowas. Ach ja, das hat ja Genau. meine Tochter geguckt oder mein Sohn geguckt oder sowas. Genau. Denn das hier mit den Hexen da, ne? Aber Wenn es nämlich so ist, dann finden sie es lächerlich. Wenn sie es aber gar nicht kennen, dann. ich bin mit meinem Punkt nicht am Ende, aber du kannst gerne schon mal die Antithese darauf vorzubereiten. Und eben, wenn die Leute es nerdig finden, dann gilt, also wenn die Leute es cool finden und kennen, super, da wirst du schon nicht ausgelacht und dann sind die Leute schon ein bisschen getriggert und du musst eigentlich nur so ein bisschen den brosamen und den langsamen Lasso hier so einziehen. Habt Wie ihr auch gesagt, einen Besen? genau, habt ihr auch ein Wie Besen. funktioniert das mit dem Schnatz? Ihr könnt doch gar nicht fliegen. Aber wenn die Leute es nerdig finden, dann ist. Das habe ich nicht von Anfang an so gemacht, wenn mir auch ein bisschen so das Selbstvertrauen gefehlt hat. Mittlerweile mache ich das wirklich so. Man muss dann auch wirklich stolz sein auf dieses Nerdtum. Weil im Prinzip, seien wir ehrlich, es war nie cooler, ein Nerd zu sein als zur aktuellen Zeit. Dankeschön an Big Bang Theory und Konsorten, was uns da alles geholfen hat. Man muss einfach den Leuten zeigen, was es cool macht. Man muss zeigen, okay, durch Quidditch habe ich Freunde in ganz Europa gefunden. Ich kann da überall hinfahren. Ich kenne die alle, die sind mir mega wichtig geworden, Leute. Und ich freue mich für jedes einzelne Wochenende wie Sau, dass ich die sehe. Es ist eigentlich im Prinzip mittlerweile fast eine Nebensache geworden, dass ich dabei noch einen Sport machen muss. Ich freue mich mega, Toni und Moni beim nächsten Liga-Finale zu sehen, die mal wieder in den Arm zu nehmen. Toni fällt Toni aufs ist nicht Eck. da. Gott sei Dank. Ja,
Nee, also Aber im. da Gio was Wahres gesagt, kannst du dich noch daran erinnern, das war vom EG, als wir in unserem Airbnb waren und er hat draußen auf der Liege gechillt und sein Bierchen getrunken und er meinte, that's the real thing here, that's the real thing. Fuck this war, like, this is the community stuff, Ja, genau. Und es ist that's eben why I'm diese here. inklusive Community mit den freundlichsten Menschen der Welt, dass man Spaß hat bei der Sache, dass man auch ein bisschen Sport macht, weil Sport ist im Prinzip nicht so nerdig, wie es eigentlich denkt. Das muss man Leuten auch klar machen. Und dass das Ganze auch noch mit Ehrgeiz ist und einfach eine Bereicherung für ein Leben ist. Und dafür muss man einfach die Uncoolness haben, zuzugeben, dass man Nerd ist, aber die Coolness zu zeigen, Leute, das ist der geilste Shit ever. Und das hatte ich lange Zeit nicht und darin bin ich jetzt, glaube ich, relativ gut geworden. So, das war meine These. Moni? Ich habe dazu noch keine These. Ich lasse das gerade noch sacken. Also, wie war es denn bei, also, ich muss sagen, in meinem Umfeld, ich studiere hier Verwaltungswissenschaften, ich kann nicht schwören, ich bin garantiert mit 100% Sicherheit, dass ich der Einzige in Speyer bin, der weiß, dass es Fittich gibt. Okay, ein paar Leute wissen es dank mir und sagen, der es cool findet. Ich habe auch mal ein paar Leute angesprochen, die vielleicht mal mitkommen wollen zum Heidelberger Training. Da ist niemals jemand mitgekommen. Standard. Standard, genau, eben. Das ist Oh auch ja, ich die. komme auf jeden Fall Ja. mit, wenn ich Zeit habe. Ja, auch nicht mal das. Also die Leute sagen so, nee, das kann man nicht in eine Tabelle eintragen, das ist mir suspekt. Man kann es auch nicht verklagen, ich habe viele Juristen hier, ach, es ist merkwürdig. Kann Wobei man sich nicht Leute Mühe verklagen. geben. Ja, manche Leute geben sich ja Mühe, auch den DGB zu verklagen. Gibt es ja auch, es sind Soll Das vorkommen. Bonusheft. ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Freundeskreis, dass die Leute es halt akzeptiert haben, ne? Und dass sie halt auch also im positiven Sinne akzeptiert haben, ja, das ist der Sport, den Toni macht. Der spielt Fußball, die spielt Badminton, Toni spielt Quidditch. Wenn jetzt so neue Leute da sind, dann ich weiß genau, was du meinst, darauf stolz sein, dass man das auch macht und nicht so versuchen, in Ausflüchte oder in Ausreden oder Oder den Entschuldigungen Witz zu kommen. mitlachen oder sowas. Das habe ich lange gemacht. Bitte? Beim Witz einfach mitlachen. So, haha, ja, wir haben Besen. Einfach Naja, in. das mache ich teilweise noch, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt nichts bringt, wenn man dann sagt, nee, wir fliegen nicht oder sowas. Weil wenn man erstmal auf die eine Stufe kommt mit denen, dann kann man von da aus dann noch weitergehen und die davon wegführen. Aber wenn man sich direkt auf eine bessere Stufe stellt als die, hier ist meine Hand, dann und die hier unten sind und dann gehen die ganz schnell davon weg. Und wenn man halt aber zusammen die da irgendwie langführen kann, Ja, dann ist das ein bisschen besser. man muss sie auf jeden Fall irgendwo abholen. Ja, Und genau, das so funktioniert eigentlich am richtiger Wort. besten über den Humor. Also wenn die halt irgendwie einen blöden Harry Potter-Spruch drücken, dann drücke ich irgendwas, einen blöden Harry Potter-Spruch zurück. Dann lachen die und dann kann man mit denen normal reden. Also das ist so meine Erfahrung. Also meine Erfahrung ist eben eher nicht das zu tun, sondern eher es den Leuten zu zeigen. Also die Leute, sag ich mal, ich habe ein paar Leuten dann eben Quidditch gezeigt. Und Leute, die danach davon am begeisterten waren, das sie aber nicht unbedingt gespielt haben, waren die, die davor die lautesten Witze gemacht haben. Thorsten Lamm, die Grüße gehen raus, Nürnberger Mistkerl. Die, wenn sich das dann angucken und dann, der ist dann eben zur EM gekommen und dann schaut er sich eben Deutschland UK an und Deutschland Belgien an und das ist dann halt schon fucking beeindruckend. Und ich habe eher Leute darüber gewonnen, über den, sag ich mal, das Niveau und die Klasse, Ja, als über die Witze. Weil die Witze ich überzeugen die jemanden? nö, die überzeugen auch keinen. Ich meine, Die wir sollen machen ja die auch auch nicht nicht selber. überzeugen. Genau, wir machen es erstmal nur mit. Aber ich weiß, was du meinst. Aber das ist, glaube ich, die Grundeinstellung von der Person. Ich glaube, es ist schwierig, eine Person wirklich zu überzeugen von irgendwie. Das sieht irgendwie sehr komisch aus. Zu, boah, ich mache auf jeden Fall mit. Also von meinem Freundeskreis, und ich hatte im Ruhrgebiet jetzt keinen kleinen Freundeskreis, würde ich sagen, auch ein paar irgendwie. Und davon war gefühlt, ja doch ein paar Leute waren mal da, aber das war 2016. Und seitdem hat nie wieder einer irgendwie aktiv da mal zugeguckt oder sowas. Ich hätte vielleicht auch mal noch stärker promoten können, aber ich glaube, es wäre einfach zu nichts gekommen. Aber deine Freunde waren doch so richtige Ultras, oder haben die nicht sogar Plakate und sowas gebastelt? Nee, das waren Svens Freunde. Sven Ach Schulz. so. Ach so, ich dachte irgendwie, dass das wären deine gewesen. Schwieriges Thema. Nee, nee. Ach, schon wieder, Nein. Alter. Ihr Sorry, Bochumer. ich Ihr wollte hier Bochumer. jetzt nicht. Da hatte ich mit Ida drüber gequatscht und der Hate damals zwischen Bochum und Passau, ja, da geht nur wegen Sven Schulz existiert. Naja, aber das war nicht nur Sven Schulz, der am Seitenrand über Passau gelästert hat. Nö, ich auch. Ja, also. Aber ich sag mal so der ausschlaggebende Punkt oder sowas und dann hat man halt irgendwie das so weiter befeuert irgendwie. Er war halt irgendwie auch witzig, also ich habe die ja nicht wirklich gehasst, war aber irgendwie witzig, so in Richtung Erzfeind zu haben. So.
Ist das noch so? Das finde ich ein bisschen, das ist halt mittlerweile gar nicht mehr so. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass das nicht mehr so richtig existiert. Also man muss ja nicht haten, ne? Aber manchmal finde ich, das bringt noch ein bisschen extra Stimmung rein. Das machen die Briten gar nicht schlecht, finde ich. Die sind da so ein bisschen rustikaler unterwegs, auch in deren Meme-Gruppen und sowas. Da kann man auch schon mal Ja. sich ein bisschen. Aber muss man abkönnen, klar. Ja, ist glaube ich bei uns ein bisschen schwieriger. Dann Moni, konntest du aus deinem Umfeld Leute zum Quidditch ich überreden? muss mal ganz schnell aufs Klo. Nein. Nee, also ich glaube, in Stuttgart sind echt nur Leute gekommen, die ich vorher nicht kannte. Obwohl ich ja schon Semester hier studiert habe, bevor es im Hochschulsport überhaupt angeboten wurde. Und ich habe die Leute echt genervt und ihnen ultra viel über Quidditch erzählt, die ganze Zeit. Weil ich habe mir ja Tipps von Leon geholt und habe gedacht, boah, Leon Jülich läuft so ultra geil, wie machst du das? Warum kommen so viele Menschen? Weil Jülich ist ja echt nicht groß. Und er so, ja, er hat die einfach alle genervt und nur über Quidditch geredet die ganze Zeit. Und dann dachte ich so, jo, das kann ich auch. Aber leider mit viel weniger Erfolg, weil von den Leuten ist niemand gekommen. Nee, es haben sich echt nur Leute angemeldet, die ich vorher nicht kannte. Aber das ist eigentlich auch eine große Chance, wenn die nämlich das auch weitertragen, das verbreitet sich, sage ich mal, schneller als eben der Leute aus deinem Freundeskreis. Aber eben, mir geht es recht ähnlich. Ich muss aber auch zugeben, da hat Toni schon ein bisschen angeklungen, ich war nie der große Rekrutierer. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, wie ist denn Quidditch Anfang entstanden, dass halt Leute irgendwie aus den USA gekommen sind, dann sind sie in die Stadt A und da kannte kein Schwein auch in irgendeiner Weise Quidditch. Da konnte man nicht mehr irgendwelche Videos zeigen, weil die gab es noch gar nicht, auch gar, schon gar nicht auf Niveau. Und dann sind da auf einmal, ist da Freiburg entstanden, dann ist da Bonn entstanden und so weiter. Und das, so eine Courage hatte ich noch nicht und ich frage mich eigentlich, warum nicht, weil ich labere ziemlich viel und eigentlich müsste man ja auch mal dazu Leute überreden. Und ich habe mir dann vorgenommen, ich werde dann so, wenn ich wieder zurück bin, werde ich hier mal für Quidditch ein bisschen die Werbetrommel rühren. Das ist in Stuttgart, muss es ein Team geben. Das ist so eine riesige Stadt, riesiges Einzugsgebiet voller Studenten und junger Leute. Da kriegen wir es auf die Beine gestellt. Und wenn es nicht die Stuttgarter Stuten sind, dann nennt man das halt anders. Ja, das sehe Aber ich auch so. Aber also Rekrutierung, ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, außer indem man halt viele Leute anquatscht, Flyer aufhängt. Es lebt halt von Aktionen, immer und immer wieder. Ich find auch die Tübinger, die machen das richtig gut, weil die gehen zu Pubquiz und sowas, einfach in ihren Trikots und erzählen bei so einem Pubquiz jedem, dass sie Quidditch spielen Voll geil. oder halt bei irgendwelchen anderen Aktionen und hinterher kommen, glaube ich, auch welche. Ja klar, wenn Also ich die drei Tübinger, die Teilnehmer machen das hast. richtig, richtig gut. Wenn du es Hut aktiver machst, ab. ja. Grüße Das ist an eine gute Idee. Tübingen. Das werde ich mal bei meinem Team vorschlagen. Die sind doch eh sowieso bei jedem Trinken dabei. Da können ja auch einfach mal diese Jerseys anziehen. Und die dann auf die dritte Platzmedaille rumbaumeln lassen. Ist das ganz gut. Das ist eine gute Idee, genau. Aber solche Ideen sollte man einfach mal, finde ich, einfach mal sammeln. Da gibt's. An sowas habe ich jetzt gar nicht gedacht, muss ich sagen. Was mir gerade noch einfällt, wovon ich ein bisschen abgekommen bin, ist, dass ich versuchen will, den Sport zu validieren. Also, dass ich sagen will, ja, guck mal, das ist ja schon ein richtiger Sport, wir haben hier Vollkontakt und Stimmt, wir ja. sammeln uns die Birne ein oder sowas. Davon bin ich ein bisschen abgekommen, und sondern sage einfach, ey, der Sport macht mir persönlich hammer viel Spaß, aus den und den Gründen, keine Ahnung. Ist schnell und strategisch und geile Community und sowas. Und nicht versuchen dann irgendwie in der allgemeinen Meinung den zu validieren, Ja, eben da kriegst du sie sowieso nicht. Da ist Fußball das Nonplusultra und danach gibt es erstmal gar nichts. Ja. Naja. Also ich Und versuche auch sehr häufig mit der Community zu argumentieren, indem ich einfach sage, wir haben so super Leute und du lernst so schnell Leute kennen und wir sind alle irgendwo ein bisschen verrückt und deswegen passen wir auch alle ganz super zusammen. Und man findet so schnell Anschluss und alle sind super lieb und super freundlich. Und wenn du einmal bei einem Fantasy-Turnier warst, dann kannst du hinterher eigentlich in jeder größeren Stadt in Deutschland bei irgendwem übernachten, wenn du mal da ein Wochenende verbringen möchtest. Und hast dann auch noch super viel Spaß an dem Wochenende und vielleicht jemand, der dich rumführt. Und dann sagen viele so, boah, das klingt richtig cool, das klingt echt richtig geil. Und dann kommen sie möglicherweise zum Training, hoffe ich zumindest. Oder sagen zumindest, dass sie kommen würden, wenn es eine andere Zeit wäre. Und ja, aber dadurch kriegt man relativ viele dazu, sich auch mal anzuhören, was der Sport überhaupt ist. Indem du erstmal erzählst, was dir das alles gebracht hat und wie geil die Leute sind. Und dann kommt der Sportliche Teil im Grunde erst danach.
Da kommt ein bisschen auf die Person auch an, mit der Ja, man spricht. klar. Es kommt immer auf die Person an, bei jeder Diskussion oder bei Ja. jeder, generell ja, immer man mit jemandem redet. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, es bleibt halt auch nicht aus, dass Quidditch eine absolute Nischensportart bleibt, ne? Ich glaube, sonst wird aber auch die Community, glaube ich, so zu sehr verändern. Also ab einer gewissen Naja. Größe, glaube ich, ist auch diese Kohäsion, also dieser Zusammenhalt irgendwie bröselt dann auf. Und da sind wir bisher, zumindest in Deutschland, auf einem super guten Weg. Also das ist eine tolle Gemeinschaft, muss man wirklich Ja, sagen. wenn du das Spiel mal vergleichst mit, weiß nicht, mit einem Kreisliga-Fußball, ne? Da hast du halt überall Vereine und sowas, aber die Die hassen sich hassen sich teilweise schon, weil die zwei wie die Kilometer Pest. auseinander sind. Ja, Also. Ja. und ich meine, also hassen im Sinne von, die prügeln sich. Also, Ja. for real. Ja, klar. Also, das kann es halt irgendwie nicht sein, ne? Ja, da bist du aber auch, das ist aber auch der Kultur. Also wir haben ja alle mal, glaube ich, mal Fußball gespielt. Moni, von dir habe ich gehört. Toni, du bist ein Jung aus Ostdeutschland, bist auch Fußball gespielt, haben ein paar Jahre. Ich habe bis zur D-Jugend gespielt. Na klar, na klar. Und da bist du zum Nachbardorf und dann waren es die Vereine, da wurde indoktriniert. Da habe ich safe unnötige Fouls gemacht, einfach nur, weil es cool war, dem Gegner eins reinzudrücken. Und ja. Wie lange hast du denn Ja. gespielt? Bis zur A-Jugend, obwohl ich eigentlich nur in der B-Jugend hätte spielen. Echt so lange noch? Ja, meine A-Jugend hatte zu wenig Leute, dann haben sie Leute aus der B-Jugend rekrutiert und da war Oh, ich warst noch relativ kleiner, gut als ich da also. bin. Nein, ich war halbwegs okay, aber ich war halt, hab keinen, mein Wachstumsschub kam mega spät, das heißt, ich war zu klein, ich war zu langsam und wurde bei der A-Jugend verprügelt und verdroschen und dann habe ich aufgehört. Ja, mein Bruder ist ein Interessant. viel besserer Kicker als ich, aber Dein egal. Zwillingsbruder übrigens. Mein Zwillingsbruder. Spielt er auch immer noch? Was, ein Zwillingsbruder? Zwillingsbruder, der hat sich beim Fußball ein halbes Jahr nach mir das Kreuzband gerissen. Selben Knie. Und er hat versprochen eigentlich, dass er dann mal mit Quidditch anfängt. Moni, der sieht auch genauso aus wie Philipp. Also, oder nicht genauso, aber Was? ziemlich Wenn ich mit genauso. meinem Bruder mal Beater Buddy gemacht hätte, Alter, ich wäre Das wäre glücklich geil geworden. gewesen. Das wäre auf jeden Fall Hammer gewesen, ja. Ey, du musst mal, warte mal kurz, gucken. Ein Vielleicht Foto kann ich das selben zeigen. offen. Aber das stellst du nie ins Internet. Ich weiß nicht, ob der darauf Bock hat. Nee, bei Facebook hast du es drin. Von Das ist meinem dein Bruder, ja Titelbild. klar. Ja klar. Hä, Digga, das ist alles, was mich definiert. Ich hab doch sonst nichts. Ich hab doch keinen Charakter. Ich hab's mal bei Skype reingestellt und ich mach's mal eben auch auf dem. Nein, Mann. Das ist einfach dein Titelbild, das kann jeder sehen. Ah, okay, alles klar. Ne, warte mal. Ah, oh, Gott. Ja, gut, es ist ein gut aussehender Misscam, muss man sagen. Und Lady, der ist zu nervig. Ja, ne? Warte mal kurz. So. Zack, dieses schöne Was ist jetzt echt Bild, wo eingefallen? eine Was? Hälfte dein Bruder ist, deine Hälfte du. Das sieht Not schon gegen krass aus, Elend. also wo man sieht, wie ähnlich das ist, ey. Not gegen Elend. Ihr seid schon zwei Hübsche. Kann man schon nichts Ja, sagen. oh, wenn wir gerade wirklich sind, willst du mir das lassen, damit ich eine fantastische, fließende Übergabe zum nächsten Thema machen kann? Ja, bitte. Oh, ich muss sagen, ich versuche ja immer so ein bisschen das Ganze zu so fließend übergehen zu lassen. Wir sind bei hübsch und wir haben uns gedacht, es ist noch viel zu wenig Hass, der uns in solchen Videos entgegenschlägt. Und deswegen werden wir jetzt ein sehr persönliches Thema anschlagen. Und zwar werden wir unsere persönliche Top 5 der bestaussehendsten Teams küren. Moni, ich weiß nicht, ob wir dir das rechtzeitig Bescheid gesagt haben oder nicht. Ich und Toni haben uns auf jeden Fall vorbereitet. Wir sind Ja, ich bin auch vorbereitet. durch die Power Facebook Ranking. Fotos des Deutschen Quidditch-Bundes durchgewieft, haben uns Bilder von euch angeguckt, wie ihr trainiert und schwitzt und bestimmt nicht so hübsch aussieht. Deswegen, Leute, seid uns nicht böse, wir meinen es nicht ganz, nicht allzu ernst. Seht es mit einem lächelnden Auge, wir wollen im Prinzip nur ein paar Leuten sagen, dass sie eine richtig gut aussehende Bande sind, die wir wirklich lieb haben und die wir dementsprechend auch ein bisschen küren möchten. Und wenn ihr dem Ganzen ziemlich zustimmt, dann schreibt doch selbst irgendwie, wer eurer Ansicht nach ein gut aussehendes Teams ist. Und da könnt ihr euch ruhig mal selbst loben, denn ich freue mich ja gerne, wenn ich mal irgendwie auf ein Turnier rumgehe und dann vielleicht ein paar Augenschmäuse noch mehr kennenlernen. Dazu muss man aber auch sagen, ne? Ich habe versucht, Sympathie aus dem Spiel zu lassen. Also wirklich Tinder-mäßig, zack, 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 links, rechts und Also sowas. mit Tinder kennen wir uns ja aus. Das hatten wir ja schon das Thema. Also ich muss sagen, es ist mir nicht ganz so gelungen, weil Mir auch nicht ganz. Ich muss gleich noch ein bisschen anpassen, meine Reihenfolge. ich muss sagen, was in deinem Top 5 ist ja, je mehr man Leute kennt, je mehr man mag, desto hübscher ist man ja auch für Leute. Genau, ne? Also weil die Sympathie halt dann irgendwie auch das Aussehen irgendwie Das so strahlt. beeinflusst, wie man die, Also ne? wenn das Team nicht, wenn euer Team nicht jetzt hier auf der Liste ist, dann wahrscheinlich, weil ich nicht genug mit euch abhänge und euch nicht in eurem besten Tag erlebt habe, sondern eben am Tag 2 DDM nach 20.000 Spielen mit Mega-Hitze und dann hat man halt mal ein Bad Hair Day. Es ist Also so. warte, Philipp, du hast echt auch dein persönliches Wissen über die Teams mit reingebracht, weil ich habe mir wirklich nur die Fotos angeguckt. Ich habe Ja, Bochum das ist und auch richtig, Düsseldorf schon Moni. mal komplett rausgestrichen, weil das Vielleicht habe ich Bochum sogar auf meiner Liste. möglich, aber ich konnte das dann nicht so auseinanderhalten. Also, weißt du, wenn du tinderst,
jetzt kommt hier meine Tinder-Erfahrung von vor 6 Jahren oder so. Ach nee, 5 Jahren. 4 Jahren, sorry. Drei, zwei, gestern. Nee, nee, ich habe echt nach dir hatte ich kein Tinder mehr. Und, Okay, auch ich schon. ich weiß, das fand ich auch sehr witzig. Toni hat nämlich die besten Tinder-Stories immer. Ah, Da machen, können wir dann auch mal eine Folge zu machen, wirklich. Ich habe auch ein Ja, paar. gerne. Und kennt ihr das, wenn ihr dann jemanden habt bei Tinder, der euch vorgeschlagen wird, den ihr kennt, dann ist das immer automatisch Nope. Hätte es automatisch Den gehen. will ich nicht matchen. Ne? Und Ja, gut, genauso habe aber ich das das ist ja. jetzt auch gemacht. Deswegen habe ich Düsseldorf und Bochum einfach komplett rausgenommen. Und sie kommen in meinem Ranking nicht vor, was aber nicht heißt, dass sie nicht attraktiv sind. Das heißt nur, dass ich das nicht objektiv bewerten kann. Ich finde Aber sie sehr dann würde ich eigentlich das lustig. Gegenteil sagen, weil Philipp Genau. und ich haben ja gesagt, dass Sympathie eine Person attraktiver macht. Das heißt, ich gucke eine Person an zum ersten Mal oder sowas. Gerade bei solchen Quidditch-Teamfotos, wo man ja nicht immer die Schokoladenseite präsentiert, gerade nach einem Match oder sowas. Und dann gucke ich so ein Team an und denke so, wow, okay, nee, weiter. Aber wenn ich jetzt ein Team mal gucke, wo ich ein paar kenne, dann bleibe ich automatisch da eher drauf hängen und denke so, ah ja, doch, die Person sieht ja schon gut aus, ne? Ja, aber Weil ich das hätte ja automatisch. das Ranking verfälscht. Genau. Ja, eben, aber Ja, eben, deswegen muss man ja also ein bisschen. es soll ja ruhig verfälscht sein. Also erstmal, wir müssen jetzt sagen, das hier ist nicht ernst nehmen, Leute. Das ist nicht ernst nehmen. Seid uns nicht böse, machen einfach nur so einen Witz. Das wird mega ignorant, es wird oberflächlich as fuck. Wenn ihr auf keinen Bock habt, was ich verstehe, dann skippt das jetzt hier. Spult Das einfach vor, wird genau. nicht gut, es wird dumm, aber das ist das, was Ton und ich mit diesem Quatschrunden bewirken wollten und das machen wir jetzt einfach. Ja, Okay, korrekt. übrigens, sollen wir uns davon darauf einigen, nennen wir Namen? Ich würde Nein. sagen, persönliche Namen Nein. nennen wir nicht, wir sagen Team für Team Ja, genau. und. Wir können vielleicht sagen, oh ja, da, die haben echt hübsche Kerle oder sowas. Also ich bin, wenn ich ein Team nominiert habe, dann finde ich die Kerle dufte und die Frauen dufte. Ja, klar, ich hab Ja, ich hab nach allen geguckt. ich habe auch Genau, noch okay. eingeguckt. Okay. Ja, ich habe nämlich auch ein paar Teams gehabt, wo das auf jeden Fall auch der Fall war, wo ich mir dachte, alter Schwede, die haben ein paar hübsche Dudes dabei. Ist so. Gut, Wie fangen ich wir würde denn an? sagen. Jeder, macht jeder erstmal seine Top 5 von unten oder fangen wir an mit Top 5 und dann immer nach der Reihe Top 5, dann die vierten, die dritten, die zweiten? Ich würde sagen, wir machen Aber unsere meine Top. Liste sind immer noch Top 6. So sich hier irgendwann rausstreichen. Das müsstest du wirklich tun. Ich würde sagen, wir machen eine Top 5, jeder. Man kann kurz ein paar Sätze dazu sagen und danach folgt die öffentliche Debatte über Pro und Wider Oder Kontra. warte, nee, warte mal, wir machen alle, also von 5 bis 2 erstmal jeder. Oh, finde ich sehr gut. Und Oh, dann das finde ich sehr gut. den ersten Platz noch. Okay, Okay. alles. Oh Gott, wen Okay. streiche ich denn hier raus? Okay, dann fange ich einfach mal an, während Moni noch rausstreicht. Ja, Okay, ich streiche jetzt hier ein Team raus, das ich auch relativ gut kenne. Sorry. ich habe auf Platz 5 Braunschweig. Die haben bei Facebook ihr Teamfoto. Ich glaube, da sind die Bumikons und die Brövikons drauf. Und ich habe so durchgeguckt, das waren mega viele Leute. Und da dachte ich so, puh, für die Anzahl krass, ey, da ist einiges am Start. Das war mich ganz schön überrascht. Fand ich sehr geil. Okay, dann gehe ich mit meiner 5 weiter. Ich habe auf Nee, achso, nee, warte, ich dachte, ich mache jetzt erstmal Ach, du hast stimmt, du hast 5 bis bis 2, 2. entschuldige. Genau. Ja, Ich schreibe mir okay. das mal kurz auf, dass ich das Ganze hier. Zum Glück habe ich hier. Ich weiß nicht ganz genau, Kannst du das vielleicht vielleicht mal in Skype einblenden? schreiben? Oder soll ich vielleicht so ein Teamfoto dann einblenden oder ist das Kacke? Nee, das ist Kacke. Okay, Nee, nee, ja. nee, nee. Ihr könnt selbst eure Stalkings machen. Ich bin nicht euer, Ja, ja, ich bin nicht euer okay, Gestapo-Offizier. Stalkt die Leute auf ja. Facebook selber. Gestapo-Witz. Ich muss mir das Teamfoto nochmal selber gucken, um da dann auch ein Bild dafür zu haben. Genau, auf Platz 4 habe ich nämlich Mannheim. Meine Nachbarn. Ja, Eine korrekt. gute Wahl, aber rede weiter. Da habe ich paar recht hübsche Leute erkannt. Auf Platz 3 habe ich Bochum. Eigentlich natürlich Platz 1. Aber bei Bochum rennen halt echt auch ein paar richtig sexy Leute rum. Das ist halt einfach nicht von Hand zu weisen. Also, wie oft ich schon gehört habe, dass Tom Roloff ja echt ein sexy Dude ist. Das, oder so ein Axel. Wir wollen Das keinen ist Namen halt. nennen, aber ich gebe dir recht. Ach ja, bei denen kann ich es ja sagen. Das sind ja Ja, meine. okay. Das sind Homies. Genau, das ist Platz 3. Und Platz 2 ist dann Darmstadt. Das sind so die alteingesessenen, aber die sind halt immer noch sexy.
Da habe ich gedacht, jo, das sind, ja, das ist für mich auf jeden Fall Platz 2. Und Platz 1, ich wurde ein Nein, bisschen nein, nein, von. nein, 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 eins. Oh, ja, stimmt, ja. Obacht, Obacht, Obacht. Gut, dann würde ich in dem Sinne nachlegen. Auf der 5 habe ich die Rhinos aus Bonn. Ah, okay, ja, habe ich auch Ich überlegt. glaube, bei euch so im Ruhrgebiet, und ich, ja, ich zähle Bonn zum Ruhrgebiet, weil ich aus dem Süddeutschen bin, das ist völlig egal. Ich glaube, ihr habt Alles was im Gutes im Norden. Wasser. Ihr habt was Gutes im Wasser, da werden die Adonisse und Adonar werden großgezogen, und deswegen ist Bonn meiner Ansicht nach völlig zu Recht. Auf der 5 könnte man auch gerne noch höher setzen, aber ihr macht hoffentlich eure eigenen Listen und schreibt sie uns dann drunter. Auf Platz 4, da muss ich der Internetrecherche danken, die Göttinger Gänse habe ich da platziert. Eine Bande von schmucken Leuten. Ich freue mich drauf, wenn man die in den kommenden Saisons auf den Turnieren sieht. Und dann können sie mir zeigen, dass sie nicht nur vom Aussehen, sondern auch noch in den inneren Werten absolut unschlagbar eine tolle Gruppe sind. Und ich freue mich darauf, dass wir die bald in der deutschen Quidditch-Gemeinschaft begrüßen dürfen. Und ich hoffe, vielleicht auch bei sowas wie einem Eispokal oder was weiß ich was. Göttinger Gänse, mein Platz 4. Vielleicht muss ich mir auch mit aufschreiben. Auf Platz 3, ein wichtiger Transfer in der Offseason gehabt, indem sie Toni Zimpel nach Leipzig verdrückt haben. Und deswegen auf Platz 3, Ruhrpfennig aus Bochum, habe ich deswegen auf demselben Platz wie du, Toni, was sagt man dazu? Er ist genau gleich. Im Ruhrpfennig Bochum, schmucke Burschen, schmucke Mann, Tatsache, ja. gute Leute. Und auf Platz 2, die Broombreakers, die den Campfire Cup hosten werden. Deswegen, Leute, wenn ihr auch das Auge wollt, dann schaut da gerne mal vorbei. Moni. Also, Jetzt, wo du sagst, die Broombreakers, ich habe mir die gar nicht angeguckt, weil ich dachte, die wären inaktiv, ne? Aber. nein, 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 Nee, nein. die Boombreakers habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht angeguckt. Na, ihr Schlawi, da ist euch aber was Ah. entgangen hier. Ja, guck mal, gucken wir uns gleich in Ruhe an. Ich Ich hole bin jetzt doch erstmal kein meine Liste raus. Erfahrungscreep, aber bitte, Mund. Also, ich habe auf Platz 5 Passau, auf Platz 4 Bonn, auf Platz 3 Braunschweig und auf Platz 2 München. Interessant. Bist ja bei den größeren Teams gelandet. Ja, ich habe mir auch die kleinen Teams angeschaut. Aber dich überzeugt. Ich stehe auf die großen Teams. Also ich fand es an einigen Stellen fand ich es ein bisschen schwierig. Zum Beispiel Leipzig hat kein wirklich aktuelles Teamfoto drin. Aber die hast du alle hier und hier. Wer hat kein Ja, aktuelles aber ich Teamfoto habe drin? nur nach Leipzig. Teamfoto entschieden und Leipzig nicht hat kein nach aktuelles. Sympathien. Ja, das habe ich auch gesehen, dass Leipzig kein aktuelles hatte. Also ich muss sagen, ich habe übrigens ein ganzes Power-Ranking gemacht, glaube ich, also ein ziemlich großes, und da ist Leipzig ist da drauf. Die sind knapp außerhalb meinen Top 5. Also Leipzig hätte durchaus auch in meinen Top 5 landen können, von den Menschen, die ich so kenne, aber sie hatten, wie Jetzt gesagt, ein wo. Teamfoto drin, also Aber kein jetzt wo Ida und ich aktuelles. hier sind. Ja, das, ja, genau. Ich meine, Tinder-Match hast du ja schon bekommen von mir, Toni. Und Ja. Ida wird bestimmt Oh. auch eins von mir bekommen. Ida wäre so ein super Like innerhalb von einer Sekunde. Sofort angeschrieben, hey, wie geht's? Oh, klasse, sie hat mich geschrieben. Wollen wir jetzt schon mal über diese vier reden oder sollen wir jetzt unsere Platz 1 enthüllen und dann in die Diskussion einsteigen? Ey, die Frage ist halt, Ich will Platz 1. was willst du da diskutieren? Ja, also ich muss debattiert werden, also auf jeden Ja, Fall. okay, ja gut, okay, wenn du was hast, okay, ja. Gut, Platz 1. Göttinger Gänse. Göttingen. Alles klar, siehst du, da ist doch aus dem Tief. Da wurde ich ein bisschen von, muss ich sagen, ich wurde ein bisschen von Philipp beeinflusst. Der hätte nämlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass Göttingen Boah, so jetzt hübsche gucke ich mir Menschen die hat. Göttinger Gänse an. Und Und dann habe ich mich ein bisschen in das Team ist verliebt. vielleicht auch ein sehr gutes Foto, wahrscheinlich vor dem Training, wo noch nicht alle, da sind sie alle am Strahlen, die Kerle mit einem Ja. schnellen Lächeln und die Mädels davor sind auch mega happy und keiner wirkt, sieht irgendwie fertig aus wie auf allen anderen Quidditch-Fotos. Es ist eine fesche Gruppe. Aber ich finde, auf dem Jülicher-Teamfoto zum Beispiel, da sind auch alle, sind super sympathisch aus und grinsen ultra breit, Aber außer Leon. Leon. Ja, stimmt, habe ich auch gesehen. Aber es gibt von Leon kein, es ist wie Barney Stinson, es gibt kein lächelndes Foto von Leon. Doch, leider schon. Mein Platz 1 Oh ja. sind die Berliner Blue Caps auf Platz 1. Die hätte ich auch in meinen Top 6. Bei mir sind die Berliner auch auf Platz 1. Ha! Ha! Echt? Oh, crazy. Ha! Oh, da Das bin ich ja sind hier. einfach. Und da ist halt
Und da ist eine Sache, die ich bringen möchte. Da kannst du mir nicht Ah. sagen, dass das nicht auch was mit dem Kontakt zu tun hat. Denn die Berliner sind arschgut aussehende Leute und dann lernt man die kennen und dann sind die auch noch nett. Also das hat doch der liebe Gott normal, das macht doch so das Aussehen, das Charakter und es hat gefext, weit auseinander zu sein. Aber dieser Truppe, da wird einfach alles in so einen Topf gemischt und dann sind die ja noch cool drauf. Der eine kriegt tolle Haare. Es ist unfassbar. Also die Göttinger Gänse auf jeden Fall, die wären auch in meinem Top 5 gelandet. Wie ich sie mir angeschaut hätte. Sorry. Es ist Sorry völlig nach okay. Göttingen. Weil ich glaube, die Göttinger Gänse werden auf dem nächsten Turnier irgendwie erstmal gestalkt. Ich hoffe nicht. Also, Leute, nehmt das bitte hier nicht zu ernst. Genau. Was haben wir denn? Gibt es eine Mannschaft, die wir dann alle drei recht weit oben haben? Berlin. Ach nee, Toni nicht. Naja, ich habe die ja nicht mal in Top 5 drin. Hatten wir. Nee, wir hatten auch nicht alle Braunschweig, ne? Ja, du Nee, hast wir hatten auch Braunschweig, nicht. glaube ich. Ja, ich habe die Braunschweig nicht drin. Wir hatten auch nicht Bonn alle gilt Bochum. auch bei dir. Bochum hat. Ja, Na, ich habe die hatte ich alle in meinen Bochum halt vielleicht nicht für Top drin. 5. Also so Bonn und Also, Berlin ich und. hasse euch das dazu sehen, aber ihr Bochumer, ihr seid schon eine gut aussehende Bande von Misskerlen und Misskerlinnen. Also, Seitdem wir weg sind. Das hat deinen Schultag Also, auch wenn ihr gehoben. drin seid, also, man kann euch schon angucken. Ich mache das Ganze ja auch mit Video, auch für mich. Und wenn du nachher so sein Hemd aufknöpfst, dann ist es ja nur so ein gespieltes so, ach nein, Toni, wie kannst du nur? Halleluja. Hi. Gut, ich glaube, damit hätten wir dieses Thema für alle Zeiten erschöpft. Ich würde auch Ja. damit, mein Gott, schreibt doch einmal dazu, wo wir uns geirrt haben, wen wir dann nicht ganz berücksichtigt haben. Und wir werden noch so in Zukunft auch weitere solche Top-5-Listen machen zu Ach, verschiedenen Themen. ja, Nicht wollen wir noch die Partyleute Partytruppe. machen? Ja, Lass uns genau. mal ein anderes Mal aufheben, weil da habe ich mich jetzt nicht drauf vor. Ihr wollt die Nee, Party. machen Das wir kann man jetzt relativ direkt. spontan sagen, weil so viele Ja. Teams gibt es gar nicht, die für ihre Partys bekannt sind. Ja, aber wollen wir da eine Top 5 überhaupt machen? Weil das ist. Ja, Nee, nur so eigentlich können wir da die generell gerade so schon im Kopf Bochum kommen. loben, ne? Die gerade so im Kopf kommen. Toni will Bochum loben. Und Ja. ich möchte eher ganz viel Liebe an die Vanguards zurückgeben für Boah, ihre ja. Crushes, Junge, das weil war in auf dem White Dings Leipzig Cup. das Das war ult. war. Die Story muss ich dir eben erzählen. Wir wollten am War Samstag, schon so da war er cool. dann irgendwann abgesoffen, ne? Und war klar, dass Sonntag keine Spiele mehr sind. Das heißt, Tore offen für Party am Samstag. Und wir haben erst ein paar Bierchen getrunken und sowas und hier Flankyball gespielt. Aber wir haben gesagt, okay, irgendwann gehen wir noch in die Stadt raus. Und wir haben erst gequatscht und hier und da und sowas. Und dann wurde es halt irgendwie 10 Uhr oder sowas und 11 Uhr. Und dann sind wir irgendwann mal zum Zeltplatz zurückgegangen. Und dann haben Axel und ich uns auf den Weg gemacht und die anderen mehr oder weniger auch, dann Richtung Stadt. Und dabei sind wir aber dann halt am der Aufenthaltsarea wieder vorbeigekommen. Und da haben drei Vanguards-Mädels getanzt mit so einer kleinen Box. Und wir haben uns gesagt, ja komm, wenn wir jetzt hier noch warten, dann können wir eben auch nochmal hier stehen und ein bisschen schon mal Stimmung bekommen. Und fast forward, es war 3:30 und wir sind nicht in die Stadt gegangen. Das war ultra geil, wir hatten echt nur so eine kleine Box, aber wir haben dann. Es wurden immer mehr Leute, am Ende waren da 20 Leute locker. Oder, also das Ding war irgendwie relativ voll. Und es hat so viel Spaß gemacht, das war richtig geil. Und eigentlich Also. nur noch Bochumer, Und Vanguard Vanguards. und Miguel, Und Miguel, ja. der Und wir haben die einfach ganze Zeit auch. ultra abgegangen ist auf die ganzen deutschen Lieder, Deutschen wo wir gar Lieder, nicht gar keine gesprochen Ahnung. haben, aber. Er ist ultra abgegangen, ich feiere das sehr. Also ich muss Das an dieser war Stelle, ultra ich werde geil. keinen ersten Platz vergeben, weil ich muss da mit der deutschen Community ein bisschen schimpfen. Das kenne ich von anderen Quidditch-Ländern ein bisschen mehr. Wir Deutschen sind die, die am Sonntag meistens schon nach Hause fahren und nicht mehr beim Social dabei sind. Da hast du Und dann möchte allerdings ich hier recht, dann ja. auch mal mit dem Zeigefinger wählen und sagen, Leute, das geht eigentlich besser. Im Feiern müssen wir uns auch nicht zurückhalten. Da müssen wir eigentlich auch in die Top 4 von Europa rein. Das muss unser Ziel sein für die nächste Saison. Ich erwarte vom Nationalcoach dahingehend Camps. Ich warte auf der Quack. Was gezeigt wird, Bisschen weil. Training auch, ne? Also, Aber jetzt. man muss da ein bisschen mehr absehen. Ich Aber finde, wir Deutschen feiern es wenig. wen man noch erwähnen muss, ist halt Augsburg auch, ne? Ja, Also. Augsburg ist auf jeden Fall noch in der europäischen Liga mit drin. Zum Beispiel beim D2, da waren wir auch noch auf dem Social. Und ich war eigentlich relativ im Arsch und irgendwann saß ich da auf der Couch, hab mal aufs Handy geguckt und dann kamen plötzlich die ganzen Augsburger. Und hatten eine Pulle Wodka dabei und eine Red Bull und dann plötzlich hatte ich ein Glas Red Bull Wodka in der Hand und dann, ja gut, Oh, wie okay, das nur das war passieren konnte. 50-50-Mischung Also, es und war schon eine ordentliche Mischung, ja. die so voll abgezischt auf der Tanzfläche, also die haben da schon gut Party gemacht. Das war schon geil.
Aber. Also die Augsburger sind da auf jeden Fall auch vor Bochum, weil Bochum nämlich bei den Socials meistens nicht so am Start ist. Ey, Dafür tatsächlich, aber lieber ey, ihre ja. Partys privat quasi machen und dann Na, voll aber ab. ihr seid aber nicht das schlechteste Team Deutschland. Also ich muss auch sagen, so DM Jena seid ihr mega abgegangen, auch jetzt bei die Spieler, die bei der EM da waren. Es gibt da Teams, die sind noch eher nicht dabei. Ich muss sagen, meine Heidelberger zum Beispiel, die gehen nicht so gerne auf Social, aber die saufen halt trotzdem wie fucking Lecher, Alter. Auf der Im Busfahrt, Partybus. die so Samstag so, ja, lass halt trotzdem noch saufen, ist ja okay. Ach. So, und jetzt muss ich aber, ich liebe dieses Video und ich muss es jetzt auch hier zeigen. Ich habe euch das gerade auch in Skype geschickt und ich zeige es jetzt hier auch einmal in Dingens. Gut, dann kann ich es mir nachher angucken und tue so jetzt, als ob ich darauf reagiere. Ja. Oh, Ich krass. hoffe. Ich möchte genau mit. Was er was hat sie gemacht? Also ich kann es jetzt glaube ich angucken, weil ich wahrscheinlich nicht der Punkt Ich glaube, damit zeigt es von Ja. Da war ich aber dabei. Ha! Ich kann es nicht ahnen. Das war einfach die. Aber da war's aber, glaube ich, auch nur von anderen Teams, was glaube ich nur Buda und Jenny. Naja. Ja. Eben, Digga, ich bin da am Samstagnacht hochgefahren nach Bochum, hatte am Das war nächsten Tag um Leistung, ey. 11 Uhr morgens meine scheiß Präsentation, die benotet wurde, wo mir den Wichser davor am Tag um 1 Uhr nachts geschickt haben. Ich habe 0 Stunden geschlafen und ich bin Popstar. Ich bin da Das fucking. war auf jeden Fall heftig krasser Einsatz, ey. Das ist, Ja. Alles, damit ich dich sehe, wie du übel. Kronkorken von der Treppe fegst. Ja, stimmt, ja. Aber das war, ohne Scheiß, das war legit die Party meines Lebens. Es hatte einfach alles, was ich haben wollte, und es Das hat fühlt sich gut an, so oder viel Spaß Moni? gemacht, und ich glaube, das zu wiederholen ist, glaube ich, nicht leicht, ey. Das war schon echt ziemlich geil, aber es war auch ein hartes Wochenende. Ja, wenn man halt den Eispokal da auch noch hat. Naja, erstmal war Freitag ja in Bielefeld noch die Stadtführung, Ach stimmt, ist ja vom bei der Eispokal den es ja schon Trinken. ordentlich zu trinken gab. Dann haben wir danach, glaube ich, noch 2 Flaschen Wein zu dritt leer gemacht und dann am nächsten Tag gespielt und dann noch deine Party. Und am nächsten Tag wieder gespielt. Das ist Einsatz. Also ich ziehe zum Und dritten das Mal war schon sehr formuliert, hart. aber Es war ein sehr hartes Wochenende. Aber deine Party war es auf jeden Fall wert. War auch die Verletzung am nächsten Tag dann wert. ja, stimmt. Oh Gott. Mies. So, wollen wir dann zum letzten Thema des heutigen Abends übergehen? Machen wir Wir schon. haben uns nämlich auch wieder. Awesome. Genau, wir haben ja schon ein bisschen die Fantasy-Turniere der nächsten Zeit angeteasert, aber wir wollen jetzt mal ein bisschen bestimmen, vielleicht so mit unserer Erfahrung aus europäischen Fantasy-Turnieren. Was ist denn so euer Lieblings-Fantasy-Turnier im Jahr? Wo ist das? Wann ist das? Und sollte man sich das antun und warum auch nicht? Möchte jemand anfangen, sonst fange ich gerne an, denn mein Tipp weiß Toni auf jeden Fall schon. Das ist der Intergalactic Cup in der Türkei. Findet jedes Jahr statt in Adana oder Mersin, das ist im Südosten der Türkei, relativ nah an der syrischen Grenze, dementsprechend sehr günstig touristisch gesehen. Findet immer im Winter statt und ist eben das einzige Turnier, meiner Ansicht nach, das man zwischen den Monaten, das einzige Quidditch-offizielle Spiel, das man zwischen November und Februar spielen sollte, weil ansonsten fuck this shit, I'm not playing in a Eispokal. Was hast du denn da für ein Wetter? Da Wer ist ist denn dann der so Ort? Adana. Adana oder Mersin. Mersin ist am Mittelmeer. Adana ist so 10 Kilometer weiter draußen. Und da ist dann, sag ich mal, so im Januar ist dann da so 10 Grad oder sowas. Also es ist nicht mega heiß, aber man kann da locker spielen. Zieht man sich ein Okay. bisschen Wärme an, das passt. Und das Beste daran ist, dass man immer ein richtig tolles Rahmenprogramm auf die Beine gestellt hat. Kahn Bullard von den Unicorns. Also die Unicorns organisieren das immer. Und es sind dann hauptsächlich türkische Teams, aber eigentlich immer ein paar deutsche und türkische Teams dabei. Die Looping Looks Leipziger haben sich letztes Jahr die Ehre gegeben, werden, glaube ich, auch beim nächsten Mal wieder am Start sein. Ein Merk-Team gab es, die Vanguard waren am Start. Also, ihr seht, das Partyangebot ist durchaus da und eben das Randprogramm ist super toll. Man geht ins Hammam, also so eine türkische Sauna, hat dann da das Essen gestellt und kann sich so ein bisschen entspannen. Ich war einmal beim Sommer Intergalactic Cup da, da sind wir im Mittelmeer aufs Boot rausgefahren, in so ein Partyboot mit Rutschen und Schaum, Dusche und so weiter. Wir haben dann nachts gespielt, weil es nachts halt eben erträglich war und nicht bei 40 Grad. Da waren wir dann draußen an dem Meer. Und das Tolle ist, es sind halt super tolle Leute. Die Türken sind unglaublich gastfreundlich. Man kann sich's locker bezahlen, weil einfach alles unfassbar günstig ist. Man kriegt in einem Restaurant 2-3-Gänge-Menü für 5, 6 € oder sowas. Und das einzig Negative, was ich zu sagen habe, ist, dass Türken auf türkische Musik unfassbar langweilig tanzen. Denn das geht so. Und das machen die 3 Stunden lang. Und no offense, aber ich glaube, das geht besser. Aber ansonsten ist es ein Turnier, das ich nicht missen möchte und bei dem ich jedes Mal am Start sein werde, wenn mir nicht jemand ins Auto fährt. So, Intergalactic Cup, mein Pick.
Moni? Ich muss sagen, ich habe mit internationalen Turnieren noch nicht so viel Erfahrung Ganz deutsch, ist gemacht. ja völlig okay. Ich würde sagen, dass ich also nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auf den Riplings Cup fahre, Den muss ich auch auf jeden Fall sehen, ja. weil ich fand, das war so super organisiert, das Essen war super, die Leute waren super gastfreundlich, haben super schnell es geschafft, die ganzen Leute vom Zeltplatz wegzubekommen und irgendwo privat unterzubekommen. Das ist so krass, 210 Hostingplätze. Muss man von einem Team. Plus halt Vereinsheim so Ebenso jetzt auch gleich, 50 ne? oder sowas. Ja, Ja. von 2 Tagen. Ja, gut, es war Also. vorher schon geplant, aber warum schafft es nicht mal 10 zu organisieren? Das Essen war grandios. Die ganze Kommunikation über Facebook war super. Also auf jeden Fall großen Respekt an das Social Media Team. War ultra gut. Also bis auf das Wetter. Aber ich finde, selbst mit diesem schrecklichen Wetter war das wirklich ein wunderbares Wochenende. Und ich freue mich auf nächstes Jahr bei hoffentlich etwas besserem Wetter. Ja. Ja, ich würde auch Wildlings Cup sagen. Ich war jetzt auch noch nicht auf internationalen Fantasy-Turnieren. Ich glaube, auf dem Intergalactic Cup hätte ich auch richtig viel Spaß. Oder BMT. Fände ich, glaube ich, auch eine witzige Sache. Aber zum BMT ist Beispiel. Barcelona, für die, die es nicht wissen. Ja. Zum Beispiel für einen Wildlings Cup, was ich super geil finde, ist, du hast die Plätze da. Dann hast du ein Vereinsheim, wo du duschen kannst und sowas. Und dann hast du da noch so ein Rondell, wo die eine Bar haben und direkt daneben die Frühstücksarea. Und direkt dann, also angrenzend ist auch der Zeltplatz. Das heißt, du hast alles da, du musst nirgendwo hin. Theoretisch, wenn die Welt nicht untergeht. Das war letztes Jahr schon super geil, weil halt alle irgendwie am Start waren. Und das war einfach eine ultra geile Stimmung, ultra geil organisiert, wie du schon gesagt hast, Moni. Also, ich habe gedacht, das ist besser organisiert als manch richtiges Turnier. Wie viel Mühe die sich auch geben, ne? Da muss man mal Fiedel loben, weil der hat da federführend gewirkt. Und was der da reinsteckt, ey, die haben da ein Boot aus Holzpaletten gebaut. Und jeden Scheiß, das war. Aber Wildlings Cup ist doch ein internationales Turnier, oder? Da sind doch nicht nur deutsche Teams am Start. Ja, gut, ich meine, jetzt für uns halt national, weil es in Gut, Deutschland aber es ist ist. trotzdem, sag ich mal, da. Ich meine, mit Fantasy Turnier international, Klar, dass da du ist dann ja auch mal jeder nicht am nur gegen die Start. deutschen Mannschaften spielst, sondern eben auch Ja, mal ja. mit Leuten aus anderen Nee, Ländern. ist ein Selbst wenn du nicht auf Fantasy-Turnier. dem EQC fährst, ist es halt die einzige Möglichkeit, so ein bisschen grenzübergreifend Leute kennenzulernen. Das Ja. Wildlings Cup habe ich sehr viel Gutes gehört und da muss ich auch auf jeden Fall mal hin. Das ist für Ja, nächstes Jahr eigentlich da das müssen wir Ziel. uns nächstes Jahr treffen, auf jeden Fall. Das ist. Also, ich habe es immer richtig gefeiert. Diesmal war es halt einerseits geil, es war auch ein Abenteuer, irgendwie, dass halt alles überflutet war. Dadurch war der Sonntag aber dann so ein bisschen kaputt, weil halt Samstag auch so lang war. Und dann war Sonntag nach dem Aufstehen direkt so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Ja, okay, wir fahren dann auch irgendwie nach dem Mittagessen, irgendwie hier und da. Da war dann nicht so. Okay, wir sind noch einen Tag hier. Aber gut, so ist Gut, es aber halt. Ich da hab. sind dann die Wettergötter einfach genau so. Naja, dafür war es dann auch auf andere Art und Weise witzig. Ja. Gut. Dann das wirklich letzte Thema. Genau, unser immer wiederkehrendes letztes Thema. Die Fragen aus der Hölle. Und dieses Mal haben wir Moni, damit sie wenigstens einen kleinen Anreiz hat, dass sie hier vorbeikommt, dürfen uns die Gäste zwei absolut dumme Fragen stellen, auf die wir natürlich mit unserem Intellekt sofort antworten möchten. In verschiedenen Kategorien. Moni, was hast du dir Aber ausgedacht für sie auch uns? selber, sie muss auch Genau, sie selber natürlich auch. antworten. Das Ja, ist Vergnügen, aber da kommt die Arbeit. ja. Ich würde gerne wissen, was euer Lieblingsvideospiel ist. Wir fangen ein bisschen ruhig an. okay, wie die ist. Ah, das kann ich sogar sagen. Singleplayer Aber passend oder zum Mul Thema, dass du deinen Laptop weggegeben hast. Es passt hervorragend dazu. Singleplayer oder Multiplayer? Ist völlig egal, es sind beides. Du bist so ein Turbo-Gamer, der wahrscheinlich auch noch immer so den Wettkampf braucht. Ich eben nicht. Ich brauche den Singleplayer-Modus, weil ich nicht gut bin in sowas. Deswegen brauche ich Singleplayer. Und mein Lieblingsspiel war Drakensang, das schwarze Auge. Und das ist deswegen mein Lieblingsspiel, das mich zum Pen-and-Paper-Hobby geführt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Dungeons and Dragons, so mit dem Würfel und so Echt, du machst weiter. D&D? Die nicht. Also ich mag eben das schwarze Auge, das ist mal die deutsche Ach, schwarze Antwort Auge, ja, darauf. okay, ja, Und ich liebe den Scheiß. Und das hat alles wegen diesem Computerspiel angefangen, das ich für 5 € billig irgendwie bekommen habe. Und dann habe ich das durchgesuchtet. Und das konnte ich halt mit meinem, das Gute ist, das konnte ich halt mit meinem Bruder zusammen zocken. Und dann haben wir auch dann zusammen Pen and Paper spielen können. Und das hat meine Liebe dazu absolut geweckt. Und das ist das habe ich geil, jetzt wieder auf Steam entdeckt. Und bei Gott werden die Stunden runtergerasselt. Da gibt es nämlich auch einen zweiten Teil dazu. Ich wäre gefickt, Boy. Ich wäre ey. gefickt. Deswegen Laptop weg
Und aber Drakensang 1 und 2 kann ich nur empfehlen. Rollenspiel, Pen Paper, nerdy as fuck, aber gut für Seele und für alle Leute, die ab und zu mal Pen Paper spielen möchten. Und Pen Paper ist ein geiles Hobby, kann ich nur weiterempfehlen. Ich Drakensang. wollte auch, mal mit Pen and Paper irgendwann anfangen, aber ich hätte nie so die richtigen Leute dazu. Da brauchst du halt auch da brauchst du auch die richtigen Leute dafür, die da halt wirklich die Digga, Fantasie meine haben und Homies. so. Digi, meine Homies, kommst vorbei. Ja, Ich erzähle das. sind ja nur Ist ja 500 um die Kilometer Ecke. oder so. Ja. Ich fahre dafür Ja, nach aber ohne Amsterdam. Scheiß, ich habe mal mit einer, wir haben so eine Spieleabendrunde schon seit 15 Jahren und damals haben wir HeroQuest gespielt, das ist so ein Tabletop-Spiel, eins der ältesten. Und das geht halt, also du hast halt dann Figuren, deswegen kannst du dir schon was vorstellen, aber wenn es halt wirklich nur Pen and Paper ist, dann musst du dir halt alles vorstellen, ne? Und da sind viele Leute nicht ganz so gewillt, das komplett durchzuziehen. Aber ja, Videospiel. Jetzt irgendein Multiplayer-Scheiß mit Ranked. Ne, ich muss aufteilen. Singleplayer, Oh, Tony, ist du darfst es es nicht aufteilen. nicht? Okay. Das Eins. Lieblingsvideospiel, Du hast nur eins. eins auf eine einsame Insel für den Rest deines Ja. Lebens, das. Oh. Aber ich habe mindestens zwei. Hör Hättest du das gesagt, du Penner, hört Hör auf, das System auszutricksen. auf zu weinen und antwortet auch Okay, nicht bei Tinder auf Like, ob sie mich schon geliked hat. Okay, ja, dann muss ich sagen. Okay, dann sage ich Civilization 2. das habe ich. Wir haben Warte, ein wann ist Match. das? Dann ist das, glaube ich, so Mitte der 90er rausgekommen. Ja. Und ich habe mit Civilization 1 angefangen, aber da so eher so rudimentär, weil da war ich noch ziemlich jung. Dann mit Civilization 2 richtig eingestiegen und das haben mein Bruder und ich bis zum Umfallen gespielt. Also nicht im Multiplayer oder sowas, aber wir haben dem anderen einfach zugeguckt oder von unseren Games erzählt und sowas und teilweise dann Schule blau gemacht und dann halt weiter zu zocken und also also wirklich tausende Stunden, kein Scherz, sind in der Zeit von, keine Ahnung, als ich so 8 war bis 16 oder sowas da reingeflossen. Und das war dann teilweise auch schon ein bisschen überbordend, dass wir dann zu viel gezockt haben. Dann hat unsere Mutter gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt nehme ich euch die Maus weg. Und jetzt dürft ihr nicht mehr Civilization zocken. Gott sei Dank haben wir dann rausgefunden, man kann auch Tastatur. Civilization ohne Maus spielen. Ja. Nur mit Mit dem Nummern so Tastatur. auf die Bewegung, Alter. Man kommt auch in jedes Menü und sowas, alles Mögliche. ey, das waren Zeiten. Wie man Trotzdem muss seine ich erwähnen, Eltern Gott. austrickst. Die Tee-Toni sind wieder warm. Okay. Trotzdem muss ich es erzählen, Gothic 2 ist auch ein richtig geiles Spiel und ich liebe Ja, es. halt die Klappe. So, Moni. Okay, also ich bin eigentlich voll der Horror-Shooter-Mensch. What? Crazy, ne? aber mein Lieblings-Videospiel ist, glaube ich, doch ein bisschen krass nerdiger. Ich bin ja auch ein großer Anime-Fan und ich stehe ja voll auf Naruto und habe deswegen die ganzen Ultimate Ninja Storm-Spiele durchgesuchtet. Ja, Und zwar Mann! Scheitert! aus dem krassen Grund, dass mir bei der Serie waren mir einfach zu viele Filler-Folgen dazwischen. Und die sind bei dem Spiel halt nicht. Also habe ich immer schön den Story-Modus gespielt und wusste halt alles, was wichtig ist für die Serie und habe die Serie halt irgendwann nicht mehr weitergeguckt, sondern noch Das die ist voll Spiele praktisch. gespielt. Ja, Aber das ist halt gerade auch bei Anime. deswegen ist das definitiv mein Lieblingsspiel und ich habe mir nur deswegen eine PlayStation 4 gekauft, damit ich das weiterspielen konnte. Und dann war ich leider ein bisschen enttäuscht von dem Teil 4, weil Teil 3 einfach millionenmal besser war. Aber naja, man kann nicht alles haben. Naruto, ganz viel Liebe, Junge, Junge. Ja, ist echt geil. Und du stehst ja auf Überleitung. Also bleiben wir beim Thema Animes und ich würde gern wissen, was für ein Pokémon ihr wärt, wenn ihr ein Pokémon sein könntet. Und wie euch das möglicherweise im Quidditch helfen würde. Also ich wäre eins Oh, das selbst. ist interessant, wie es im Quidditch helfen würde. Ich nehme nur die erste Generation. Ja, 150. Schade, Okay, wir schade, lassen es schade, offen. schade. Aber jede Die anderen Entwicklungsstufe, kenne ich nicht mehr so. jede Entwicklungsstufe, oder? Oder auch, also Entwicklung oder nur die Grundstufe? Auf jeder Alle Stufe. 150, ja. Okay. Alle 150. Welches wäre ich? Oh, erstmal durchgucken hier. Du Wie rufst jetzt heißt denn gerade mal wie. dieses eine Vieh, was außer Härten nichts kann? Safcon, Safcon. Du wärst Safcon, oder was? Na, ich. Nein, ich will nicht Safcon sein. Also, ich sage jetzt mal nicht, welches ich gerne, also hast du gefragt, was ich gern wäre oder welches ich wirklich bin? Welches du
gerne wärst und welchen Okay. Vorteil du für dich Sonst dabei welches hättest. nicht wäre, hätte ich jetzt gesagt, Pantymos, dieser komische Clown, der eigentlich voll nutzlos ist und immer nur bei Ash Ja, Mom so. rumhängt. Aber Okay. der kann doch Hypnose. Echt, kann der? Ich Okay. glaube schon. Ansonsten, da muss ich sagen, Sorry, falls ich mich irre. also, wenn, dann, ich wäre unbedingt gerne so ein Geist-Pokémon. Also Apollo, Nebula, Gengar, ich sag einfach mal aus Aussehensgründen bleibe ich beim Apollo, weil ich Gengar irgendwie komisch finde, wenn er schon stehen kann. Also zum einen könnte ich dann die Träume meiner Gegner fressen, weil das die beste Attacke ever. Das heißt irgendwie so, Leon bietet mich, okay, dann fresse ich halt deine Ich fress Träume. halt deine Träume. Weiß nicht, wer jetzt hier der Gewinner von dem ganzen Duell ist, mein Bester. The Dann natürlich so irgendwie so aus dem Hintergrund auftauchen und Leute abbieten, das wäre schon geil. Aber immer, ich muss immer so hauptsächlich deswegen, weil ich Leons Träume fressen möchte. Okay, cool. Toni? Ich bin gerade noch am, ich bin gerade noch am Das ist Durchgucken. aber schwierig, da gibt es so viel. Das ist auch nicht die beste, aber ich Wir glaube, wenn du mir können. damit so 2 Wochen Zeit gibst, anstatt meine Masterarbeit zu machen, dann könnte ich dir eine hieb- und stechfeste Argumentation machen, warum Pokémon XY die einzig wahre Entscheidung ist. Also ich meine, die Frage ist halt, ob man jetzt die zweite Frage mehr beachtet, die zweite, den zweiten Fragenteil mehr beachtet, was es mir bringt, dann müsste halt die Antwort höherklassiger ausfallen. Oder ob man sagt, okay, was bin ich denn wirklich und was wird es mir bringen? Wahrscheinlich nichts. Ich meine, ich kann von mir aus auch sagen, was wir sein wollen. Also ich meine halt, vielleicht So auch ein gesagt. Anton. Oh, Anton. adorable. Was wird mir es bringen? Gar nichts. Leider Gottes. Hä, deine Kopfschmerzen können riesige telepathische Auswirkungen haben. Das ist der Shit. Aber ansonsten, was ich wahrscheinlich wäre, wäre so in Richtung Ratzfratz. Weil das habe ich jetzt, glaube ich, von Leander schon 5-mal gehört. Ey, Toni, du bist echt eigentlich ziemlich flott, ne? Ja, leider nur um geradeaus rennen. Und wenn nämlich einer tackelt, dann ist auch vorbei oder irgendwie im Weg steht. Und das Da ist passt so. Ratzfatz ziemlich gut, ja. Ja, das ist so Schlechter Ratzfatz. Verteidigungswert, aber recht schnell. Gute Ja, Initiative. das passt eigentlich voll. Verteidigung, da brauchst du mich gar nicht aufstellen. Ich kann mich einfach hinstellen. Und Sehr du, schön. Moni? Bin ich dran? Moni? Du bist Ja. dran. Ich denke, ich wäre am liebsten ein Schillock, weil dann könnte ich mich einfach. Also, Schillock ist ja noch nicht so fett wie Turtok, das heißt noch relativ agil. Ja. Aber auch nicht so klein und knuffig wie Shiggy, sondern strahlt schon ein bisschen mehr was aus. Der hat Und sich Gedanken gemacht. ich würd einfach den Quaffel nehmen, mich dann in mein Häuschen zurückziehen mit dem Quaffel und einfach so durchtackeln bis zum Huf. Und dann bin ich so auf Plöppen und fall tot. Offensive Ja, Turtle, genau. die neue Taktik, ihr habt sie zuerst bei Moni gehört. Ey, das hört sich irgendwie ziemlich clever an. Hut ab, Hut ab. Und ich muss sagen, Schillock wirklich, also Shiggy, Starter-Pokémon meines Herzens. Ja, meins auch. Ja, habe ich auch mal genommen. Scheiß auf Bisasam, Leute, nicht Ich glaube, wahr? ich habe mal, glaube ich, Glomanda genommen. Einfach nur, weil ich mal was anderes nehmen wollte und habe es dann nicht gespeichert, weil ich scheiße Boah, fand. den einzigen Pokémon-Teil, den ich tatsächlich aktiv gespielt habe, war auf dem Gameboy der damaligen Freundin meines Bruders, als der so 16 war oder sowas, und ich war 12. Und da habe ich mir den Gameboy von ihr ausgeliehen und habe ich Pokémon Blau gezockt bis zum Umfallen. Also ich habe da jedes Starter-Pokémon und wie heißt der Endboss nochmal? 18.000 Mal besiegt oder sowas, einfach nur. Und dann waren die wieder, dann waren die getrennt, mein Bruder und sie. Dann muss ich den scheiß Gameboy zurückgeben. Was Oh, ne na, Kacke, Arthur. You had one job. ey. Ja, bleib doch mit der zusammen, ist das so schwierig. Und dann gab es nur noch Civilization 2 für Dann Stunden Bildschirm. Das waren sehr, sehr gute Fragen, Moni. Hut ab. Das waren sehr, sehr gute Fragen. Dankeschön. Die haben mich gerade glücklich gemacht. Ja. Gerne. So, dann würden wir mit dieser Noch eine Runde. positiven und natürlich sehr krass definierten und diskutierten Fragen würden wir aufhören. Moni, vielen herzlichen Dank, dass du uns Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir konnten auch halbwegs für dich was Gewinnbringendes aus diesem Abend machen, wenn du jetzt schon morgen deine Klausur schreibst. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Bestimmt. Toni, es war mir mit einer Ehre. Wir werden auch demnächst bald nochmal was machen. Mit ein bisschen Glück können wir auch mit ein bisschen Bezug zur MV noch was starten. Das würden wir aber dann einfach noch ankündigen. Genau, das wäre dann um etwaige Posten. Kleiner Aber Teaser, aber mal schauen, genau, werden wir mal ob sehen. das wird. Dankeschön fürs Zuhören oder auch nicht zuhören. Das werdet ihr halt nicht, werdet dann nicht hören, dass ich euch danke, aber das ist dann eure Schuld. Genau, Wahrscheinlich bis wird dann, er Lieben. zuhören und nicht zuschauen. Genau, oder Ja. so. Genau, Okay. ja. Bye bye. Ciao, ciao, ihr Lieben.